Hallo Christoph, schön dich hier im Videointerview zu haben. Ja, hallo Sandro, danke für die Einladung. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und steigen wir doch so ein, dass du erzählst, wer du bist, wo du lebst, wie viele Kinder du hast, ob du die noch siehst, wie oft du sie siehst und vielleicht auch, warum es so ist, wie es ist. Ja, also mein Name ist Christoph und ich habe einen wundervollen Sohn. Der ist jetzt 12 Jahre alt. Und ich konnte mit ihm halt in den letzten Jahren nur sehr wenig Zeit verbringen. Das hat was mit der Trennungssituation zu tun, die damals wenige Monate nach der Geburt halt eingetreten ist. Und hat doch ein jahrelang, sag mal, aufrührendes Verhältnis einfach auch, was sich hat nicht befriedigen lassen hinter sich, so dass halt ich kurz nachdem mein Sohn mit der Kindesmutter ausgezogen ist, irgendwann auf dieses 14-tägige Besuchsmodell gegangen bin. Und das war für mich als Vater, und das kann ich auch im Rückblick für meinen Sohn mitbehaupten, sehr unbefriedigend. Und dieses 14-Tage-Papa-Besuchsmodell, auf das hast du dich freiwillig eingelassen oder wurde das erzwungenermaßen dann so vor Gericht vereinbart oder vom Gericht beschlossen? Ja, das hat damit zu tun, dass ganz im Anfang die Wogen in der Trennung noch gar nicht so hoch daherkamen. Rückblickend betrachtet hat das was damit zu tun gehabt, dass es eigentlich ein Taktieren war, was ich auch zu dem Zeitpunkt noch nicht erkennen konnte. Und das fing eigentlich noch in der Zeit vor der eigentlichen gültigen Scheidung halt an. Ne? Trennung hatten wir schon, lebten auch einige Zeit halt noch zusammen. Das eskalierte aber aus für mich nicht nachvollziehbaren Gründen immer mehr. Ich bin sicherlich auch ein Teil dessen gewesen, kein unschuldiger Mensch halt. Ne? Aber bin schon jemand, der versucht, mit Menschen halt auch immer zusammenzuarbeiten, Lösungen zu bauen, Brücken zu bauen. Denke, dass ich eigentlich auch da recht ausgeglichener Mensch bin in der Zusammenarbeit mit Kollegen, Freunden, Familie. Das ist mir eigentlich schon wichtig, dass der andere auch mich versteht, weil dann ist eigentlich nur ein langfristiges Ziel auch erreichbar. Ja, also mir ist es nicht gelungen, das zu deeskalieren. Mit der Trennung war ich völlig einverstanden. Ich hatte selber vorher schon zwei Partnerberatungen halt ins Leben gerufen, weil ich schon Jahre zuvor gesehen habe, dass das halt schwierig wird. Das habe ich auch meiner Ex-Frau gar nicht angelastet, weil jeder hat seinen persönlichen Entwicklungsweg und mich hat es beruflich doch im positiven Sinne sehr umgetrieben einfach, was uns dann vom Lebensweg ja immer weiter Verständnisschwierigkeiten halt gebracht hat. Ich habe sie versucht, auf diesem Weg mitzunehmen. Das ist mir aber dann nicht gelungen halt. Und beide Beratungen, die damals die Pro Familia noch durchgeführt hat, sind von meiner Ex-Frau halt auch dann ja immer wieder abgesagt worden, obwohl der Psychologe der Meinung war, dass wir das dringend brauchen. Ja, in dieser Trennungsphase, das war schon echt heiß erst, ne? Das war auch sehr, sehr anstrengend. Da war es mir aber wichtig, dass wir für unser Kind, was damals noch sehr, sehr klein war, eine vernünftige Zukunft bauen können. Dass dieser Junge sich einfach geborgen fühlt und auf diesem Planeten halt willkommen geheißen werden kann und mit emotionaler Ruhe auch sein Leben einfach startet. Ne? Weil es die besten Voraussetzungen sind für, ja, ich sag mal, auch eine gewisse Offenheit, auch eine gewisse Lernbereitschaft. Ne? Dann immer dann, wenn man halt angestrengt ist, ne, fällt es halt immer schwer, andere Blickwinkel halt aufzunehmen und auch zu akzeptieren. Ne? Sehr, jetzt wundert man sich vielleicht, wenn doch vorher schon Probleme da waren, warum kriegen die im Ärger zu denn auch ein Kind? Das hat was damit zu tun, dass nach der Partnerberatung, die dann abgesagt wurde, das zweite Mal halt, sich die Lebensumstände dahingehend geändert haben, dass dann meine Ex-Frau dann zu Hause geblieben ist. Das mit der Arbeitsstelle hat nicht mehr geklappt. Da habe ich eine persönliche Haltung zu, dass das hätte überhaupt nicht sein müssen, dass das völlig überflüssig war, was da passierte. Letztendlich war es dann so.
Und ich glaube, das lag dann auch so näher bei den Wünschen meiner Ex-Frau, wie sie sich eigentlich das Leben so vorgestellt hat. Und das hat dann eigentlich so für einen gewissen Zeitraum für eine gewisse Befriedung gesorgt, sodass ich auch dachte, Mensch, das ist jetzt vielleicht nicht so mega optimal einfach, ne, aber das ist eigentlich völlig ausreichend für Beziehungen. Ne? Und wenn man sich diese Worte von Christoph jetzt so hört, ne, dann denkt man sich, ja, ich mache doch nur ein Kind mit dem Partner, ne? Aber ich bin schon jemand, der auch weiß, dass ich auf der anderen Seite auch einen Mensch habe und keine Kunstfigur, ne? Sondern jemand, der lebt und selber Ideale hat und selber Wünsche hat, wo ich auch einen Teil einfach mitwirken muss. Ne? Und so muss man da meine Worte auch nehmen und werten. Ja, dann habe ich mich total gefreut, dass meine Ex-Frau halt schwanger war, dass dieses Kind einfach kommt, ne? Und das war auch eine sehr schöne Schwangerschaft. Das war auch für meine Ex-Frau eine sehr schöne Schwangerschaft. Das war umsorgt, dass sie hat einfach Zeit für sich, für auf sie aufzupassen, sich zu pflegen. Beruflich war das für mich auch eine sehr gute Zeit. Ich war allerdings viel weg, das ist richtig, ne? Und war viel unterwegs beruflich, aber das war partnerschaftlich echt eine sehr schöne Zeit einfach. Ja. Hat uns auch viel darauf vorbereitet mit Schwangerschaftskursen und das ist ja schon alles relativ lange her, das muss man schon sagen. Also mein Sohnemann ist ja geboren im Dezember 2007. Und weil ich habe das noch so ein bisschen halt so parat, weil das einfach Sachen sind, die mir einfach wichtig sind. Ne? Und deswegen achte ich auch mal drauf, dass das für den alles so richtig halt läuft, einfach, dass er seine Chancen einfach bekommt. Ne? Und ja, in der Trennung war es dann so, dass erst die ganzen finanziellen Sachen im Vordergrund standen. Das war mir gar nicht recht. Jetzt denkt man sich, ja, der will die Kohle bleibt, nicht raushauen. Nee, so bin ich gar nicht. Ich kann auch arbeiten, ich gehe auch gerne arbeiten. Da ging es halt darum, dass meine Ex-Frau im Eigenheim bleiben wollte. Und dann kamen halt sehr hohe Ansprüche, obwohl ich im Vorfeld, bevor es so richtig losging, meiner Ex-Frau schon echt wirklich viel Kohle bereitgestellt habe. Wir reden also hier von einer kleinen fünfstelligen Summe, die ich freimütig rausgegeben habe, damit halt Einrichtungen gekauft werden kann und solche Dinge. Und mir war das wichtig, dass die Ex-Frau halt quasi in ein Leben startet, ne, als wenn sie diese ganzen Trennungsthemen nicht gehabt hätte. Ne? Und damit es der Mutter gut geht, ne, ich sag mal so, dieser Spruch gibt es ja, ne? Also geht es der Mutter gut, geht es das Kind gut, oder bin ich gar nicht drauf. Wichtig ist, dass Mutter und Papa gut, also dass es beiden gut geht und dann geht es dem Kind wirklich gut. Ne? Aber lass das mal jetzt so stehen. Das hat aber eigentlich nicht gereicht. Ne? Und das ist auch so, auch wenn ich es nicht getan hätte, dann hätte es sowieso nicht gereicht. Hat einfach an der Sache nichts geändert. Es verbleibt eigentlich nur, dass ein Beweis meines guten Willens einfach gewesen ist, ne? Und mir das mit der Kohle nicht so wichtig ist. Ne? Es stellt sich aber raus, dass zuvor, dass die überhaupt keine Chance, Entschuldigung, das können wir schon rausnehmen, dass meine Ex-Frau halt dementsprechend keine Chance hat, das Haushalt allein zu halten und auch zu bewirtschaften. Und somit ist sie dann halt auch ausgezogen. Und ich fand es auch völlig richtig und natürlich, dass ein Säugling mit der Mutter einfach geht. Ne? Und wir haben erst eine Beratung gehabt durch die Caritas, die das hier macht, an meinem Ort, und nicht das Jugendamt. Und da haben wir eigentlich eine Lösung gefunden, die fand ich nicht so geil, aber man muss schon sagen, erstmal die quasi getrennte Familie war ja auf mein Gehalt angewiesen, also musste das ja irgendwie weitergehen. Und ich wollte auch mehr rocken dafür, ne, dass das alles funktioniert und hatte die Lösung, dass ich halt diesen kleinen Fratz jedes Wochenende habe. Das heißt ich meine, das war von samstags morgens bis sonntags abends und jeden zweiten Mittwoch. Und das hat auch die Kollegin, die das damals, oder die Kollegin, die Frau, die das damals gemacht hat, von der Caritas auch so mitgetragen. Ja, und eigentlich ging es direkt so los, nachdem das etabliert war, dass ich das Gefühl hatte, Mensch, ey, die wird doch irgendwie gecoacht oder so. Ne? Das kann nicht alles ein Zufall sein. Ich habe ein bisschen Berufserfahrung, ein bisschen Lebenserfahrung. Das ist doch kein Zufall. Ne? Da ging das los, dass dann
Bis dann hieß ja, das geht alles nicht, der Junge ist mal so unruhig und er muss sich beruhigen und der muss erstmal ankommen. Und wenn er vom Vater kommt, dann ist der total aufgedreht und der braucht 3 Tage, sich zu beruhigen. Und ich saß mir nur daneben und denke mir so, da stimmt das nicht, das haut nicht hin. So, also ich habe da keine falschen Gefühle, aber so sehe ich das Kind gar nicht. Und ich habe es ja auch einfach nicht abgenommen. Und die Caritas in der Beratung hat dann einfach nach ein paar Wochen gesagt, hey, ja, vielleicht sollten wir doch mal was irgendwie ändern. Sie müssen doch jetzt mal auf die Mutter zugehen. Ich sage, ja, mache ich die ganze Zeit und versuche mal mitzuhelfen, dass der Junge noch ruhiger ankommt und dies und das. Aber irgendwie haben wir doch ein Kind, ne, das ja auch sich bewegt und was er zulernen will, was anfangen will, halt zu laufen und was so die Welt entdeckt. Ne. Ja, ich sage, wir können den jetzt so nicht sedieren, ne? Also, sondern der lebt und damit muss die Mutter halt auch irgendwie klarkommen. Ne. Und das war schon ganz schwierig. Die Frau von der Caritas hat in so einem Privatgespräch zu mir gesagt, dass sie ja den Vätern sehr zugetan wäre und solche Dinge halt. Ne. Das glaube ich auch, dass die Frau davon überzeugt ist. Ne. Das hat man ja oft, dass Menschen wirklich auch ein Ideal einfach haben, was sie selber erleben möchten, aber wo manchmal Realität und Wirklichkeit so ein bisschen halt auseinandergehen. Letztendlich war es dann so, dass ich doch sehr stark unter Beschuss geraten bin, ich sag mal, dem doch zuzustimmen. Und letztendlich hatte ich schon beinahe das Gefühl, ich wäre jetzt echt kein guter Vater, wenn ich jetzt nicht endlich dieses Experiment, ne, das muss man ganz klar sagen, das war ein Experiment, auf 14 Tage zu gehen einfach. Ne? Und ich habe schon leichte Alarmglocken gehört und denke so, oh Gott, ne? Das läuft jetzt gerade im Unterhalt nicht so gut, wie meine Ex-Frau sich das vorgestellt hat. Ne? Da sollten ordentliche Summen fließen. Und wir hatten auch am Anfang einen Termin bei einer Rechtsanwältin, die sie vorgeschlagen hat. Und ich glaube, ich habe schon mit dem Betreten des Raums die Eiseskälte gespürt, die einem Vater entgegenschlagen kann. Und mir war nach diesem Termin völlig klar, wir können niemals diese Anwälte nehmen und habe selber auch ein bisschen schlau gemacht und auch herausgefunden, dass das auch eine harte Nummer ist. Die hatten mir übrigens später auch eine harte Nummer gehabt, weil ich jedoch Fehler nachweisen konnte und sie musste in einer Sache ganz ordentlich zurückrudern im Bereich des Unterhalts. Da musste ich aber tatsächlich bis zur Staatsanwaltschaft gehen, damit die da den zurückgeht einfach. Und na du, auf jeden Fall habe ich jetzt kurz ausgeschliffen. Blöderweise, das war echt ein Hammer-Fehler, habe ich doch irgendwie an das gute Menschen geglaubt. Das mache ich ganz gerne eigentlich. Ne? Und das ist auch sicherlich hin und wieder mal ein Nachteil. Aber ich habe echt Ja gesagt zu diesem 14-tägigen Umgang. Und das war, ich sage jetzt nicht die Urkatastrophe, aber darauf baute alles nachher auf. Das Problem war, als ich sagte, wir gehen testweise mit und bitte, das muss auch mit dokumentiert werden. Und die gute Dame von der Caritas sagte, ja, natürlich, gar keine Frage, und dies und das und zap. Ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, ne? Das ist ja auch schon mittlerweile über 10 Jahre her. War es dann so, dass meine Frau mich in Kenntnis gesetzt hat, sie wird jetzt umziehen. Und da wusste ich direkt, boah, Alter, da hast du so Scheiße gebaut. Weil da ging natürlich vor Gericht, weil ich habe gesagt, nein, ich stimme dem nicht zu. Wir haben ja gemeinsames Sorgerecht, weil wir verheiratet waren. Und habe mich dagegen gewehrt. Und das ging dann hier im ländlichen Bereich vors Gericht. Und mir war völlig schon vorher klar, dass da hat auch meine Rechtsanwältin mir auch überhaupt keine Hoffnung gemacht. Im Nachhinein hätte die sicherlich ein paar Sachen besser machen können. Aber ich glaube, sie hätte auch wirklich am Ergebnis nichts ändern können letztendlich. Ne? Hat der Richter gesagt, nee, machen wir nicht. Und das Geile war noch, dass vor der Gerichtsverhandlung die gegnerische Rechtsanwältin mit mir Streit anfängt. Und da wusste ich genau, die will nur, dass ich angeschossen in diese Verhandlung reingehe, dass ich emotional aufgeladen bin. Ja? Das hat nicht funktioniert, aber der Richter hat schon ein paar Fragen gestellt einfach. Und so eine Gerichtsverhandlung, da hat man keine epische Breite zu erklären, warum man jetzt dagegen einfach ist. Ja? Unser Richter ist ein Mensch, der hat seine Schubladen und wenn man da gerade in so ein Ding reingefallen ist, dann sagt er sich, ja, Mensch, ich sehe auch, ne, also ich kann mir gut vorstellen, dass ihre Ex-Frau oder ihre Frau das nicht einfach mit ihnen halt hat, ne,
so ungefähr. Und also ich stimme dem jetzt zu. Wenn Sie jetzt nicht hier sich einfach schon erklären, werde ich wahrscheinlich, also urteilen ja nicht in dem Termin, sondern dann geht es ja später, aber dann habe ich schon mitbekommen, dass der geneigt ist, zuzustimmen, dass sie umzieht. Und man muss sich vorstellen, die wollte jetzt nicht 3 Straßen weiterziehen. Also wir reden davon, dass das einfache Strecke, also wir reden von einmal A, B fahren, 150 Kilometer sind. Und wir reden von B, A fahren, noch 150 Kilometer. Und das ist keine gerade Strecke, sondern, also Luftlinie wäre kürzer, aber das ist schon richtig Autobahnfahrerei. Ne? Mit viel Stau und allem drum und dran. Und da habe ich direkt gesagt, also dann müssen Sie es aburteilen. Also das stimme ich niemals zu, das halte ich nicht für richtig und das mache ich auch nicht und da gehe ich überhaupt nicht mit. Und ich habe es auch meiner Ex-Frau auch nicht zugetraut, ne, das allein zu können. Ne? Und jetzt kann man ja mal sagen, es kommen mit ganzen Gutmenschen und sagen, ja, aber Mensch kann sich entwickeln und dies und das und zipp und zapp. Stimmt, ja klar. Aber meine Ex-Frau habe ich nicht 2 Jahre gekannt, sondern bevor wir geheiratet haben, 10 Jahre. Also wir haben eine 10-jährige Beziehung gelebt, bevor wir überhaupt geheiratet haben. Die habe ich nicht erst vorgestern kennengelernt. Und die kenne ich schon als junges Ding einfach, ne, wo wir beide unter 20 waren. Und da hat aber keiner halt hingehört. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Also da sind die Ohren echt dicht. Ne? Ja, Fakt ist auf jeden Fall, ich konnte den Umzug nicht verhindern und sie durfte es und sie ist halt weit weggezogen. Ich bin auf den 14 Tagen hängen geblieben. Da wollte niemand mehr was von wissen. Auch die gute Dame von der Caritas. Keine Erinnerung daran. Kein Dokument mehr gefunden. Sonst irgendwas. Ne? Und der Richter sagt ganz klar, was ist das, der jetzige Umgang? 14-tägig, ja, ist alles klar. Ja, so, das war's. Außer Spesen nichts gewesen, weil da muss auch irgendwie bezahlt werden. Und da habe ich mir auch schon echte Sorgen um mein Leben gemacht. Wie machst du das überhaupt? Und mir war völlig klar, Gott sei Dank, weil die Unterhaltsforderung so hoch war, dass ich wusste, ey Alter, da musst du Vollgas geben, dich der Sache zu erwehren, weil das war ein finanziell tödlicher Angriff. Das hätte ich über die Jahre, all die Jahre nicht leisten können. Da wäre ich voll draufgegangen. Und ich hätte auch gar nicht sagen können, ob ich das mit 62, 63, 64 immer noch schaffe. Ja, denn das ist ja keine Entscheidung von heute auf morgen, sondern das ganze System ist darauf ausgelegt und da hatte ich mir Gott sei Dank schon angelesen und schon damals gab es auch viel Recherchearbeit von Gruppen, Väter helfen Väter und sonst was in Richtung halt, also nicht nur wie, es gibt auch andere, mir fallen sie mir gerade so nicht ein, wo man sich Informationen holen kann. Das war damals noch relativ unstrukturiert, die Sachen rauszulesen. Da wird natürlich auch über viel Schmerz kommuniziert. Und mir ging es halt um die Fakten. Ich hatte eigentlich gar nicht so große Zeit, um Schmerz zu kümmern, sondern es ging einfach darum, wie bezahle ich Strom? Also wir reden nicht davon, dass ich jetzt mit meinen Kumpels nicht saufen gehen kann oder so. Wir reden davon, dass das Einstand existenzielle Sachen einfach sind. So, und letztendlich geht es sogar darum, kann ich denn eine Hausrate bezahlen? Und die ist jetzt nicht so hoch gewesen, dass ich hätte jetzt sagen können, ja, ob jetzt Hausrate oder Mietwohnung ist auch egal. Nee, das hätte bedeutet, ich wäre also richtig abgerutscht einfach. Und mir war es echt wichtig, und das ist tatsächlich so, dass dieser Raum da ist, dass dieser Raum für diesen Kleinen einfach auch da ist, dass der einen festen Anlaufpunkt halt hat und ich hatte damals schon Befürchtung, ja, wenn das jetzt alles nicht so funktioniert oder möglicherweise meine Ex-Frau den Kontakt halt ganz abbrechen will, dass er möglicherweise vielleicht noch ein paar Mal umziehen muss. Ich wollte irgendwie einen festen Anlaufpunkt für diese Würmchen einfach haben. Ja, das war mir persönlich einfach wichtig. Und da habe ich jetzt also 1000 Klimmzüge gemacht, um das überhaupt packen zu können. Und nahezu ist jede Lösung eigentlich immer nur ein kleines Wunder gewesen. Also da kann man keine Strategie halt machen. Ja, wenn ich das so und so halt mache, dann klappt das. Nee, da gibt es keine schlaflosen Nächte. Also da gibt es schlaflose Nächte. Da gibt's nachts aufwachen und nicht mehr einschlafen können und trotzdem Leistungsfähigkeit zeigen. Und mit dem Unterhalt ist das für mich eigentlich eine Nebensache. Aber ganz kurz erwähnt, dann haben wir das Amtsgericht gehabt, dann haben wir das Landgericht gehabt, dann haben wir das OLG gehabt.
In der ersten Runde ULG hatten wir auch schon zwei Verhandlungen, weil es so mega komplex war. Und dann hatten wir nochmal ULG. Also wir haben ULG zweimal gehabt, mit zwei verschiedenen Verhandlungen. Was war da so kompliziert? Weil, Genau. wenn du erzählst, ja, dass es für dich im Grunde um Make or Die ging, kann es ja nicht sein, dass es so komplex war, weil du eine Yacht in Mallorca liegen hast und eine Villa noch auf den Malediven und so, sondern es war ja wahrscheinlich überschaubar, denke ich mal. Du hattest kein Einkommen aus 20 verschiedenen Quellen. Ja, doch. Und zwar das Komplizierte in meinem Fall ist einfach diese Selbstständigkeit. Denn ich habe damals einen Job gehabt in Frankfurt und ich komme ja aus dem Münsterland halt. Ne? Und das war einfach, dass also ich bin da relativ kurzfristig halt hingewechselt. Der Firma zuvor, wo ich halt gearbeitet habe, der ging es halt nicht so gut. Und da war mir klar, hey, du kannst jetzt nicht mit in eine Insolvenz halt rein, in allen Unwägbarkeiten. Du musst jetzt halt wechseln. Ne? Geht gar Bist nicht mehr. du, also du bist selbstständig mitten im Unternehmen oder als Einzelunternehmer? Damals war das noch Angestelltenverhältnis. Ne? Und ich habe wirklich auch richtig gutes Geld verdient. Das darf man halt auch nicht vergessen. Ne? Aber allerdings natürlich auch dann mit dem familiären Rückhalt auch, dass man das leisten kann. Und da meine Frau sich aus dem Berufsleben ein paar Jahre vorher zurückgezogen hat, musste ich ja dieses Vakuum ja füllen. So, das kann man halt mit Performance halt füllen. Man kann nicht plötzlich sagen, ja, wir verbrauchen jetzt nur Hälfte Strom und wir verkaufen jetzt die Hälfte des Hauses oder sonst irgendetwas, sondern das sind ja, da hat man ja für unterschrieben, da hat man ja Bürgschaften für geliefert. Ne? Und damals war es jetzt nicht so, dass jetzt die Immobilienpreise irgendwie durch die Decke geschossen sind, dass man jetzt quasi sofort mit dem Fertigstellen des Hauses auch mehr Kohle dafür kriegt, als es eigentlich gekostet hat. Ne? Also das muss man schon so ein bisschen so abwägen einfach. Und das war schon ein einziges Taxieren. Ne? Und mir ging es halt nie darum, dass ich jetzt irgendwie eine Schublade mit Geld halb voll halte, sondern es war tatsächlich so, wie kommst du aus der Nummer halt raus? Ne? Wie schaffst du es jetzt, dass du jetzt nicht zum Insolvenzverhalt wirst? Ne? Und das war so die Herausforderung. Abgesehen davon war es mir auch wichtig, tatsächlich auch Unterhalt zu zahlen, ne? Aber auch irgendwie mich arbeitsfähig zu halten. Weil man kann sich vorstellen, wenn jemand einen anderen Job halt macht, dann kann man vielleicht möglicherweise mit einem Loch in der Hose auch diesen Job halt machen. Aber diese Möglichkeit habe ich einfach nicht gehabt in dem Bereich, in dem ich gearbeitet habe. Sondern als Führungskraft musst du halt auch vernünftiges Auftreten haben. Du musst auch einfach eine gewisse Ruhe ausstrahlen können. So, auf jeden Fall, der Job in Frankfurt, den konnte ich einfach nicht halten, weil sich auch dieses Unternehmen kurzfristig so verändert hat, dass wir uns einvernehmlich getrennt haben. Das muss man ganz klar sagen einfach. Und das habe ich auch wirklich gerne bis zum letzten Tag gearbeitet. Ich habe auch keine Freistellung angenommen und nichts, weil es mir einfach wichtig war, nicht mein Geld in Geschenkpapier zu bekommen. Ja, so, das war eine gute Geschichte. Das hat mir auch damals sehr geholfen, dass die mir gegenüber den Vertrag auch übererfüllt haben. Somit konnte ich halt auch ein paar meiner Verbindlichkeiten vernünftig bedienen. Und diese Überfüllung des Vertrages hat sich dann im Unterhalt nur wieder über das ganze Jahr gestreckt, halt wieder gespielt. Das war damals echt so ein kleiner Rettungsanker, muss man ganz klar sagen. Ja, somit kam ich dann halt zurück. So, und jetzt bin ich jetzt plötzlich hier in einer Enklave und nicht in einer Metropole. So, das bedeutet auch, ich kann hier nur in einer Enklave halt arbeiten. Hier gibt es keine Megakonzerne, die jetzt weltumspannende Geschäfte halt machen, sondern ja, ich würde sagen, die reichsten Leute sind hier die Bauern. So, Also du und bist die 150 Kilometer hinterhergezogen zu deinem Sohn. nee, das habe ich nicht gemacht, dass ich jetzt dann im Prinzip gesagt habe, ich ziehe aus dem Haushalt aus und vermiete es halt, ne? Sondern mir war es wichtig, dass mein Sohnemann einfach diesen Anlaufpunkt hat. Ne? Und ich habe auch eine ganze Familie halt hier. Ne? Zu dem damaligen Zeitpunkt lebten da noch meine Eltern. Und zu denen hat dieses Würmchen halt auch einen guten Kontakt einfach gehabt. Und es gab ja auch einen Psychologentermin. Ich war schon gar nicht, wie der überhaupt entstanden ist. Da gab es eine Psychologin,
die die Bindung dann zwischen Sohn und Vater halt untersucht hat. Ne? Und die hat mir ganz klar gesagt, hey, das Würmchen, der konnte ja gerade mal laufen, so früh war das, ne? Der gehört einfach fest zu ihm. Das ist einfach das kann ich Ihnen direkt schon so sagen, ne? Das wird immer ein fester Bestandteil zwischen euch beiden einfach sein. Mhm. Also du bist dann nicht hinterhergezogen. Ich bin nicht hinterhergezogen, genau. Ich bin nicht du lebst immer noch da, wo du immer seit dein Sohn geboren ist, genau. Gelebt hast. Ich lebe auch in meiner Geburtsstadt noch. Dorf. Okay. Hast auch die ersten 3 Jahre sind ja für die Bindung zu einem Elternteil sehr wichtig. Und die ersten 3 Jahre hast du da einen guten Kontakt gehabt zu deinem Sohn? Ja, also natürlich mit der räumlichen Trennung. Mhm. Und mit dem kann man eigentlich sagen, im Prinzip auch kompletten Kommunikationsboykott der Mutter, ne, die weder mit mir irgendwelche Abstimmungen treffen wollte, auch heute auch nicht will, die auch alles dafür getan hat, dass das zwischen Vater und Sohn nicht funktioniert. Also selbst wenn ich beruflich da vorbeigefahren bin, ne, konnte ich mein Kind nicht sehen. Es hat vielleicht innerhalb von 10 Jahren zweimal funktioniert, das letzte Mal vor 8 Jahren so ungefähr. Ne? Also es sind so Bauchgefühlsachen halt. Aber so ungefähr um diese Zeitraum sprechen wir. Und auch nur, um so eine Feigenblatt-Geschichte einfach noch zu haben. Also ich habe meinen Sohn auf seinen Geburtstag besucht und durfte die Wohnung nicht betreten. Und mein kleines Kind, ich schätze mal damals 4 Jahre alt oder vielleicht 5 Jahre alt, musste mir als Papa sagen, du kommst hier nicht rein und ich muss die Tür jetzt zumachen. Das sind Brutalitäten, die inszeniert werden über das Kind, weil das Kind das vom Herzen einfach so überhaupt nicht gespürt hat. Der hätte am liebsten in Tränen ausgebrochen. So ist ein Druck einfach ausgeübt worden. Und ich habe versucht, ich wusste auch ganz genau, selbst wenn ich hinterherziehen würde, das ändert ja an der Tatsache nichts. Ich hätte nur dadurch provoziert, ja, also nicht provoziert, sondern das Ergebnis wäre gewesen, dass mein Ex-Frau wieder weitergezogen wäre. Also wir hätten eigentlich dieser Punkt nach dem Motto, ja, aber mein Gott, wenn sie doch jetzt wegzieht, aus welchen Gründen auch immer, ne, und sie hat damals berufliche Gründe angegeben, dann zieh doch mit. Das kann man doch fürs Kind machen. Ja, durchaus. Hätte ich auch getan. Aber der Erfolg wäre nicht da gewesen. Man muss ja ganz klar sagen, mein Ex-Frau ist jetzt nicht Molekularwissenschaftlerin, dass sie jetzt nur an 3 Orten in Deutschland arbeiten könnte, sondern die hat schon einen Job, der, eigentlich überall ausgeübt werden kann. Halt, ne? So, und da war mir klar, dass das eine Strategie ist, um Vater und Kind einfach zu entfremden. Um nichts anderes geht es da. Und ging es da. Und das auch, wie es heute da jetzt ist, also auch wenn mein Sohn jetzt mittlerweile bei mir lebt, steht das für mich völlig außer Frage. Jeden Schriftverkehr, jede Kommunikation zeigt immer nur den Pfeil, hey, ich tue alles, damit ihr beiden euch nicht mehr seht. Und das ist für mich völlig klar, dass meine Ex-Frau nie aus diesem Beziehungsmodus rausgekommen ist. Ich bin ja auch am Telefon angeschrien worden, ne? Und solche Dinge, ne? Auf eine sehr persönliche Art und Weise, wo man klar erkennen konnte, dass das eigentlich ein einseitiger Kampf ist. Und ich habe versucht, alles in Bewegung zu helfen, um Wege zu setzen, um das irgendwie zu befrieden. Habe ich dich gerade richtig verstanden? Dein Sohn lebt jetzt bei dir? Ja, genau. Komplett? Komplett. Wann ist er zu dir gegangen oder wie ist er zu dir gekommen? Ja, also wir kürzen das mal ab, weil es eine Never-Ending-Story ist. Und ich habe das auch alles jetzt hier nicht schriftlich aufbereitet. Das ist ein Hammerstückwerk mit Teilkatastrophen, Versagen der Systeme. Um eins ist nur ganz wichtig zu sagen. Ich wünsche allen, dass sie heute auf aufgeschlossene Menschen treffen. Das wird sicherlich auch die Zukunft sein. Aber
ich habe bis auch vor kurzem und auch eigentlich in den letzten Verhandlungen immer nur die Ablehnung erlebt und immer nur den gesteigerten Anspruch an den Vater. Ich habe es nicht erlebt, dass eine Mutter unter in die Pflicht genommen wird. Nicht. Also auch, wenn wir gleich noch zu der letzten Gerichtsverhandlung kommen, wie mein Sohn dann auch zu mir gekommen ist, fallen einem eigentlich nur die Ohren ab und man kann es nicht glauben, dass das in diesem Universum möglich ist, weil das so weit ab von einer ausgewogenen Verantwortung nehmende Eltern fürs Kind ist. Also manche Eltern brauchen ja sicherlich auch Hilfe, dass sie erkennen, dass sie was fürs Kind tun müssen. Und da hat ja auch ein Jugendamt eine ganz wertvolle Aufgabe und auch andere Institutionen, freie Institutionen, da machen auch Leute ehrenamtlich richtig geile Jobs, ne? Gar keine Frage. Da sind wir auch in einem totalen Luxusland, ne? Also echt. Ne? Aber wenn es so um strittige Eltern geht, ne? dann ist das echt wirklich schwer. Ne? Ja. Entschuldigung, jetzt muss ich die Frage nochmal wiederholen. Ich habe mich gerade rausgebildet. Ja, du hast ja auch gerade schon zum Teil angesprochen, es gab ja dann wohl eine Gerichtsverhandlung, ja, nach der dein Sohn zu dir kam. Und du hast gerade gesagt, da fallen dir die Ohren ab, ja, wenn du hörst, was da war. Erzähl mal, was war denn da? Ja, man muss diesen Weg erklären. Also ich kann vorher sagen, es hätte auf dem Rechtsweg, auf dem normalen Rechtsweg, ein Vater steht auf und sagt, dieses Kind muss zu mir. Nein, keine Chance. Keine Chance. Da treffen Welten aufeinander. Und das Gericht, was sich darum gekümmert hat, das war nachher die Oberrichterin. Ja? Weil die hat sich da schon zum persönlichen Anliegen genommen. Weil ich hatte vorher schon andere Richterinnen kennengelernt und ich bin jemand, der sich gerne selber verteidigt. Und ich habe es auch aus Kostengründen gemacht, das muss man auch ganz klar sagen. Und da war es mir auch ganz wichtig, dass die Leute auch erleben, was die Folgen sind von dem, wie es dann möglicherweise entschieden werden würde einfach. Da muss man auch ganz klare Worte finden. Und da habe ich echt mich sauber vorbereitet. Und hier geht es jetzt darum, dass es diesen Weg, ich klage darauf, dass das Kind zu mir kommt, dass das es geht da nicht mal um Aufenthaltsbestimmungsrecht. Es geht einfach nur darum, dass möglicherweise ein Wechselmodell gelebt werden könnte. Ne? Und dass das nicht gibt. Und der Wegzug, diese 150 Kilometer, ja, von vornherein ja auch das Ziel, dass solche komischen Ideen, wie vielleicht möglicherweise ein Christoph hatte, erst gar nicht gelebt werden kann. Weil jeder sagt, ja, nee, das ist ja schon naturgemäß aufgrund der Entfernung ja schon ausgeschlossen. Ja? Und ja, das hat mein Sohn erkannt. Er hat sich ja schon sehr, sehr früh mit diesem Thema beschäftigt und hat diese kindlichen Gedanken gehabt, dass wenn er doch mit der Mama spricht und solche Themen halt, ne, dass doch das was passieren könnte. Und da ist er über die Jahre so frustriert worden, dass Zufälle sind, sein Handy geht nicht oder Nachrichten werden gelöscht oder der Akku vom Handy wird versteckt halt und solche Dinge. Damals hatten Handys ja noch einen herausnehmbaren Akku und solche Dinge. Ne? Und dass mein Name schon nicht mehr genannt wird von meiner Ex-Frau am Telefon, damit das Kind das nicht mitkriegt. Ne? Und wir hatten ja damals auch einen Hund. Und dass meine Frau versucht hat, den Hund abzutrainieren, nicht jedes Mal zur Tür zu stürzen. Ja, und Freudenbeutel zu machen, wenn er mich dann mal wiedersehen darf. Halt, ne? Und das hat die alles versucht, damit dieser Sohnemann das halt nicht mehr mitkriegt. Shit, man, das ist alles echt so emotional aufwühlend. Ich muss wirklich versuchen, da auch ruhig bei zu bleiben. Wir kommen jetzt zu dem Punkt einfach, damit es jetzt nicht so ewig lange dauert. Ja, dieser kleine Fratz hat für sich selber erkannt, er kriegt keine Hilfe. Der hatte schon so einen Jugendbeistand bekommen, weil angeblich dann ja die Vaterfigur fehlt und solche Dinge halt. Und der hat da auch auffällig in bestimmten Bereichen, dass in Schulen nicht gut lief, der hat sich da mal geprügelt, der ist von einem Psychologen zur anderen Psychologin halt geschleppt worden, aber eigentlich immer nur, und das hat im Originalton von meinem Sohnemann, Mama hat mich nur dahin gebracht, damit sie vom Psychologen erfährt, was ich denn denke. Da geht es ja nicht darum, dass dem Kind geholfen wird, ne? Sondern dass halt
quasi, weil er ja schon für sich selber entschieden hat, was sagt er der Mama, ne, weil er erlebt, was sagt er halt nicht, ne, um irgendwie durchzukommen mit diesem, mit dieser Sehnsucht nach Papa einfach. Ne. Ja, und dann hat er eines Tages gesagt, Papa, die reden immer nur und es passiert nichts. Es hilft auch keiner. Ich habe den Herrn Sulse kennengelernt, der jetzt mit mir zweimal die Woche irgendwas unternimmt oder ins Kino geht oder sonst was macht. Mama schleppt mich nur von einem Arzttermin zum nächsten Arzttermin. Ja, wegen dies und das und jenes halt. Und was eigentlich Versäumnisse sind, die man hätte erzieherisch auch körperliche Nachteile hätte man kompensieren können, einfach, wenn man so darauf achtet und nicht so ein Kind einfach nur in der Ganztagsschule gibt. Ja, und selber einen Dreivierteltag arbeitet und dann irgendwie nochmal so zwei, drei Stunden halt miteinander verlebt und quasi auch nur überschaubare Hausaufgaben halt macht. Und nach dem Motto, muss ja alles eine Ganztagsschule sein. Das sind aber, ich glaube, auch nicht eingehen. Ja, und hat er selber gesagt, als er dann hier war bei mir, ganz mal ein Umgang, ich will nicht zurück. Ich steige nicht ein. Und er sagt, ey, mal, alles in Ordnung, ne? Also, das gibt Ärger und sagt, nee, aber mach ich nicht, ich steige nach. Ja, da haben wir echt gedacht, ne? Da muss man sagen, also da habe ich auch gedacht, so, boah, ne? Also ich weiß jetzt, was kommt, ne? Und wir haben das dann auch sehr früh halt mitgeteilt. Ich habe auch sofort das Jugendamt drüben, wo mein Ex-Freund lebte, mitgeteilt. Ich habe auch sofort die Polizei angerufen, ne, dass möglicherweise man sich da meldet und man braucht nicht nur anrufen. Also ich bin ja auch willig, ne, ich versehe das jetzt wie gesagt nicht, aber ich müsste jetzt Gewalt anwenden, dieses Kind aufzubringen. Und ich hatte auch mit meinem Sohn immer lange darüber gesprochen, dass das nicht so das super Schlauste einfach ist, ne, weil wir sehr viel den anderen Wasser auf die Mühlen kippen. Ne, weil da heißt es ja nicht, der Sohn will nicht, ne, sondern da heißt, der Vater induziert eine Absicht, ne, beim Kind. Mhm. Und alles, übrigens auch alle, die ihr so zuguckt, ne, wenn ihr denkt, ne, das Kind hat einen eigenen Willen, da kommen wir vielleicht noch zu, ne, vergesst es. Ne, ihr als Väter seid die Schuldigen, egal was ihr anstellt, ihr seid immer die Bösen. Ja, das ist halt der Trick, wenn das Kind etwas will, was das Jugendamt nicht will oder der Richter nicht will, dann heißt es, der Vater hat dem Kind diesen Willen eingeredet. Er hat das Kind manipuliert, instrumentalisiert, induzierter Wille nennt sich sowas. Ja, genau. Das ist also ein in sich geschlossenes System. Ich werfe den einzelnen Leuten gar nicht vor, dass sie vorsätzlich und mit Absicht das so machen, sondern es ist eine in sich geschlossene Enklave, wo die Richter meiner Meinung nach zu wenig Möglichkeit haben und auch vielleicht zu wenig angehalten sind, sich mal moderne Forschungsergebnisse anzusehen und auch mal an Positivbeispielen mitzumachen. Die kennen ja immer nur die hohen Eskalationen vor Gericht, ne? Vater, Mutter, ne? Sondern und da muss irgendwas entschieden werden. Und grundsätzlich wird dann dem Wesen, was klassischerweise, also man eher unterstellt, für ein Kind sorgen zu können, also aufgrund nicht von Geld, sondern aufgrund von Zuneigung und Erziehungsfähigkeit, wird halt das weibliche Geschlecht einfach genommen. Und viele Väter, die ja auch ja nicht nur von Natur aus, meiner Meinung nach, einfach durch Testosteron und solche Dinge, sondern auch gesellschaftlich so geprägt worden sind, die regen sich vor Gericht auch schon mal auf. Ne? Das könnt ihr mal komplett vergessen. Also wenn ihr da Blutdruck kriegt, also reicht schon, dass ihr nicht mal was sagt, und reicht schon, dass die Halsader schwillt. Ne? Das ist schon blöd. Also besser vorher ordentlich Beta-Blocker nehmen und Baldrian schlucken, dass ihr da durchkommt. Ne? Weil da wird auch eine ganze Menge Dreckwäsche gewaschen und wo man auch einfach so denkt, da haben die jetzt nicht wirklich gesagt, ja, ich habe jetzt Film geguckt oder so, ne? Oder das, ich habe da jetzt gerade geträumt, ich muss mich mal kneifen. Ne? Das werdet ihr alles erleben, wenn ihr diese Themen reinkommt. Ja. Ja, man muss ja da auch nicht unbedingt was sagen. Ich hatte mal selber vor Gericht eine Szene, wo der gegnerische Anwalt, der mir gegenüber saß, da angefangen hat, irgendwas zu erzählen. Und ich habe ihn angeschaut und habe mir so gedacht, ja,
Es menschelt halt, ja, wie man in Wien Ja. sagt, ja. Habe ihn stoisch angeschaut, dann war er fertig, dann habe ich den Richter angeschaut. Der Richter hat dann nur so, ja, also machen wir weiter. Das war dann einfach hinfällig, ja, was dieser gegnerische Anwalt versucht hat. Es hatte sowieso nur den Sinn, mich irgendwie aufzuregen. Und es hat mich völlig kalt gelassen. Also die Empfehlung kann ich auch nur sagen. Vielleicht sagst du uns noch kurz, wie alt war dein Sohn, als der entschieden hat, bei dir bleiben zu wollen? Ja, eigentlich, die Frage stellt sich so nicht. Ich habe es anders nie erfahren. So, es geht nicht darum, dass er die Mutter aus seinem Leben ausgrenzen wollte. Das will er bis heute nicht. Also nee, die Er wollte Frage war, wie einfach. alt, wie alt war er da, als er Ja, gesagt hat, ich gehe nicht zurück? ich kann das nicht identifizieren, wann er startete. Ich weiß nur, er wollte immer mehr Papa-Zeit. Darum ging es. Es ging nicht darum, wie jetzt nach Papa leben. Das habe ich vielleicht auch eben nicht richtig gesagt, sondern war es, er wollte und will einfach mehr Vaterzeit. Und das hat er eigentlich, seitdem er reden kann, auch der Mutter mitgeteilt. Er will Papa sehen und er will was unternehmen und was machen. Jetzt, hey Leute, es ist nicht so, als wenn ich mit dem jetzt immer nur im Zirkus war und ich war mit dem immer nur im Zoo und ich bin mit dem, keine Ahnung, jetzt Wasserski gefahren oder so. Nee, 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 nee. Der muss bei mir Hausaufgaben machen und der hat Aufgaben und sonst was alles. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass mir auch immer vorgeworfen wurden, ja, ich hätte ja ein Wochenendpapa und es wäre alles hier. Ich würde es auch besonders schön machen und ich würde den ja irgendwie mit Geld zukippen und was, da wäre ja was und Geschenke. Nee, war nicht. Bei der Mama, da hat er ein Kinderzimmer gehabt, der hätte zwei Kindergärten mit voll machen können mit dem Spielzeug, was da stand. Und immer nur das Neueste. Und das ist ja nur auch versucht worden, mit eigentlich betäubt zu Ja. werden einfach. Also Er hat also dieser, unfassbar was, viel ich Spielzeug meine, angehängt. diesen Moment, als er sagte, Papa, ich gehe nicht mehr zurück zur Mutter. Wie Ja. alt war er da in diesem Moment? Da war er dann entweder Ende 10 oder gerade 11. Ne? Okay, das Aber ist ja das so Thema. ein kritisches Alter, weil bei Gericht so ab 11, 12, wenn du da deinen Willen äußerst, dann nehmen sie den ernst, so ab 13, 14. Nein? Dann die Richterin nimmt den nicht ernst. Also ich nehme den Okay. ernst, ja. Erzähl mal, wie es bei euch war. Also was war dann, als er gesagt hat, du hast die Polizei angerufen? Ja, das ist gut. Das habe ich damals auch gemacht. Als meine älteste Tochter, die damals 12 war, zu mir wollte, habe ich gleich die Polizei angerufen. Die Polizistin hat dann auch mit meiner Tochter reden wollen. Die hat ihr erzählt, warum sie bei mir bleiben will. Und noch viele andere Sachen. Erzähl mal du, was war euer Fahrplan? Ja, also erstmal war es ja sehr ad hoc. Ich hatte überhaupt keinen Fahrplan dafür halt, ne? Und eigentlich auch methodenlos, weil ich war eigentlich drauf gepolt, dass ich als Vater was für das Kind einfach tue. Ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass der jetzt selber diese Kraft entwickelt, ich handle jetzt und er als Sohnemann will jetzt wissen, was danach kommt. Weil alles, was vorher ausgebildet worden ist, die ganzen Jahre, ja, für ihn nicht funktionierte. Und er hat immer nur diese Laberstunden gehabt, Anführungsstrichen, so hat er es halt gesagt, ne? Mit Jugendamt und dies und das und zipp und zapp, aber nichts passierte halt. Ne? So, Ende vom Lied war, wie gesagt, ich habe mich nicht vorbereitet, aber es war dann so, dass er dann einige Wochen bei mir war und ich ihn dann auch hier auf der Realschule angemeldet habe, damit er einfach auch der Schulpflicht halt nachkommt. Interessanterweise hat die Realschule mitgemacht. Ne? Also ich bin jetzt zwar sorgeberechtigt halt, ne, geteiltes Sorgerecht, aber allein Aufenthalt hat Bestimmungsrecht nach meiner Mutter. Ne? Habe ich schon schwer gewundert, dass das so funktioniert. Und er hat sich da sehr schnell akklimatisiert. Der wollte ja auch. Ne? Der hatte auch diesen Antrieb gehabt. Ne? Ich will, dass das funktioniert. Und für den war das ja nicht nur eine Veränderung in der Umgebung, sondern der ist ja von der Gesamtschule gekommen. Also wir reden ja von einer anderen Schulform einfach. Und das Lernlevel, was er hatte, war jetzt nicht Realschule, sag ich mal. Ne? So, da ist er direkt reingestürzt, hat da durchgepaukt, hat da sofort Vollgas gegeben in Französisch, was er vorher gar nicht hatte, ne? Um einfach auch nicht nur in der Klasse anzukommen, sondern auch zu zeigen, hey, das läuft so. Ne? Ja, Ende vom Lied war, dass es dann die Gerichtsverhandlung halt gab, wo dann auch das nochmal gehört worden ist. Und
Da ist es dann so, dass wir zusammen hingefahren sind, ne, und ich mich auch vorangelesen habe über Möglichkeiten, was alles so passiert. Und habe ihm gesagt, hey, pass mal auf, egal was passiert, ne, egal was du von mir hörst. Ne, also eins ist völlig klar, ne, ich küsse es mal ab. Ne, ich falle dir nicht in den Rücken. Hab das Urvertrauen, egal was gleich passiert und was du auch hörst, ne, dass ich dich in deinem Interesse einfach unterstütze. Ja. Und hatte schon Sorge einfach, das kann man so sagen, ich hatte schon echt Sorge darum, dass das eine Aufnahme vor Ort passiert. Und als ich das Erdgeschoss betreten habe, also diese Empfangslobby vom Gericht, habe ich schon direkt gesehen, dass da zwei Damen sitzen und ich war oft bei diesem Gericht. Ne? Und da saßen nie zwei Damen mit Notizblock und sonst was alles. Ne? Und da hatte ich schon gedacht, ne? Also möglicherweise, und dann kann man ja sagen, der spinnt so ein bisschen. Ne? Nee, ich habe damit gerechnet, dass die Jugendamtmitarbeiter, die wollen schon mal vorher gucken, wie geht der Pop mit dem Sohnemann um. Ja. Also auf jeden Fall, dann sind wir halt vor Gericht. Mein Sohnemann ist halt herumgeführt worden, dass er sich das Gerichtsgebäude anschauen kann. Ich glaube, der durfte sich da mal die Zellen angucken und so. Fand er auch ganz spannend. Ja, und vor Gericht war es dann so, dass die Richterin von mir erwartete, ganz klar. Und das wird halt so weichgespült mitgeteilt einfach. Man versteht genau, worum es geht, was zwischen Zeilen transportiert wird, aber die Richterin wird nicht sagen, Sie haben jetzt das und das zu tun. Das darf die ja gar nicht. Ne? Sondern die formuliert dann ähnlich so, ja, ne, Sie sind so redegewandt und ich gehe davon aus, dass Sie es auch schaffen würden, Ihren Sohn dahin zu komplimentieren, dass er zurück zur Mutter geht. Und ergo wird einem damit vorgeworfen, dass man ja eigentlich genau das Gegenteil tut mit dieser Redegewandtheit. Und sein Kind eigentlich wegmanipuliert von der Mutter. Was natürlich Blödsinn ist in dem Fall. Ne? Und dann ist mir gesagt worden, ich kürze es auch mal ab, ne, nachdem die ganzen vorherigen Schmutzbewerfereien von der Gegenseite halt passiert sind, ja, sinngemäß, wenn sie jetzt nicht zusammen sich mit der Mutter da draußen hinsetzen und ihrem Kind gemeinsam erklären, dass er jetzt zur Kindesmutter geht, wo er hin muss und wohin gehört und auch da seinen Lebensmittelpunkt hat und da sind die Schüler und da sind seine Freunde. Das ist ja auch alles richtig. Ne? Also, sie hat ja den Jungen vorher befragt, der ganz klar gesagt hat, ich und Papa, ich gehe da nicht mehr weg, ich bleibe jetzt da, ne? So ungefähr. Ne? Aber dann stehst du dann da als Vater und dann denkst du, und wenn du so nachdenkst, ne, dann wird dann gesagt, ja, möglicherweise müsste man sonst noch mal ihre Erziehungsfähigkeit prüfen. Jo. Und da bist du mal ganz eben von der dicken Berta getroffen worden. Ja? Weil da steht Sorgerecht ja plötzlich auf dem Spiel. Ja? Und ich habe ja, sowieso bin ich ja schon quasi ausgebootet worden. Ne? Plötzlich ist mein Sohn im Krankenhaus und kriegt irgendwelche Kleinstoperationen und dies und das. Oder dann bist du beim Zahnarzt mit dabei, wo der Narkose gelegt wird, ne, weil irgendwelche Milchzähne gezogen werden, so ein Scheiß halt. Ne, so. Ja, und da bist du immer vor verwendeten Tatsachen, weil jemand schon mal alles drumherum baut, ne, weil quasi ja Vaterabwesenheit ist. Ne. Und dann jetzt plötzlich kriegst du das um die Ohren gehauen, dass möglicherweise ja das Sorgerecht auf dem Spiel steht. Ne. Ja, da kann man eigentlich nur noch beten. In sich gehen, dass man eine richtige Entscheidung trifft. Ne? Und ich habe immer den geraden Rücken gehabt, meinem Sohn, die Interessen meines Sohnes zu stärken. Und da habe ich in dem Moment die Entscheidung getroffen, du setzt dich da jetzt hin mit der Ex-Frau und sprichst mit deinem Sohnemann, dass er jetzt nicht hingeht. Das habe ich für das kleinere Übel gehalten. Muss man ganz klar sagen. Im Nachhinein kann ich gar nicht mal sagen, dass es die falsche Entscheidung war, weil ich nicht weiß, was dann passiert wäre, ne? Und ob das tatsächlich dann auch ein übles Ende genommen hätte. Ne? Auf jeden Fall, ich habe mich dann da hingesetzt
Und meine Ex-Frau, ne, die sagt natürlich erstmal gar nichts oder sagt überhaupt nichts. Und habe dann meinem Sohn erklärt, dass die Richterin mich davon überzeugt hat, dass er jetzt zu Mama geht. Mein Sohn bricht in Tränen aus. Ne? Meine Ex-Frau sagt nichts, dreht das Gesicht direkt zu seiner Mama hin und sagt gleich so richtig die Meinung. Jugendamt steht daneben, Gerichtsbeistand, was der Sohnemann zur Seite gestellt hat, steht daneben. Ne? Und solche Dinge, die Rechtsanwälte in der Gegenseite ja auch. Ja, und die nehmen ja für Geld eine Haltung ein. Da kann man ja keinen Vorwurf machen. Und sage so richtig, was alles falsch gelaufen ist. Du hast das und das gemacht und du hast dies gemacht und da habe ich richtig Angst und da hast du mich belogen und dies und jenes in Zippen zerfallen. Ne? Und sagt einfach, ich will nicht. Ex-Frau sagt wieder nichts. Und ich, hör mal, ne? So, und jetzt kommt's. Kommt so eine nette, adrette Dame vorbei und sagt meinem Sohn, hey, hör mal, ne? Wir gehen mal raus, ne? Da kann sich die Großen hier mal unterhalten alleine. Ne? Und wir gehen mal raus, du brauchst aber bestimmt mal frische Luft. Und da wusste ich schon direkt, das ist es. Das ist genau das, was ich befürchtet habe, in Auf und Name. Und genau so war es auch. Als dann mein Sohnemann rausgeführt worden ist, ne, und ich schon wusste, ich komme da nicht mehr dran und ich kann jetzt auch nicht mehr hinspringen. Hey Junge, hör zu. Ne, du weißt ja, wo wir vorher drüber gesprochen haben, so, das geht ja alles dann nicht mehr. Sondern das sind Leute, die bilden sich über eine Meinung. Und alles, was du tust, und das habe ich ja schon schwer gelernt, wird ja gegen dich verwendet. Also kannst du auch nur die dann ihren Job machen lassen, weil die fühlen sich ja dann auch ihren Job halt gestört. Ne? Du greifst da ja Koryphäen an, die ja das ja gelernt haben und die ja als Vater weitaus überlegen sind. Und im Üblichen das ja eigentlich auch so ist. Ich würde mal sagen, in Bauchgefühl, 70% aller Fälle ist es ja richtig, dass ein Jugendamt was macht. Ne? Aber bei Menschen, von ich glaube, die so im Leben halt stehen, ist der Unterschied nicht mehr so hoch. Ne? Da kann man schon vielleicht auch von Augenhöhe sprechen. Und naja, Fakt ist auf jeden Fall, meine Ex-Frau hat mich dann ganz ordentlich halt schimpft und das auch eigentlich auch unsachlich und das macht aber keinen Sinn. Aber interessant ist nur, Gesprächsinhalt ist immer nur das, was ich sage und was meine Ex-Frau sagt, ist kein Gesprächsinhalt. Ne? Das ist alles immer sofort vergeben. Ja. Ja, so, das heißt, mein Sohnmann ist in eine Notunterkunft gekommen für Konkretfälle und das war, da habe ich echt große Sorgen gemacht. Da habe ich mir große Sorgen gemacht, ne, auf welche Leute trifft er denn da, auf welche andere Kinder trifft er denn da, auf welche Vorgeschichten trifft er denn da. Ne? Und das war aber unbegründet. Das muss ich ganz klar sagen. Also diese Notunterkunft, wo der erst, kann es nicht mehr genau sagen, vielleicht ein, zwei Wochen war, die waren da echt schwer in Ordnung. Ne? Da waren die Betreuer schwer in Ordnung, das war eine private Einrichtung. Ich konnte mit meinem Sohn mal telefonieren, so viel habe ich noch nie mit meinem Sohn mal telefonieren können, wie zu dem Zeitpunkt. Na, das war jetzt nicht täglich, aber so viel habe ich es doch nie geschafft. Ne? Also da war ich schon positiv beeindruckt. Ne? Von der Unterkunft, von der Sache als solches natürlich nicht. Ne? Weil das Problem ist ja jetzt nicht gelöst worden, sondern jetzt hat mein Sohn mal den Super-GAU. Ne? Also erstmal bei seiner Mama ist er nicht mehr. Ne? Er wollte ja nicht ausziehen bei seiner Mama und nicht weg von der Mama, sondern er wollte mehr Papa haben. Jetzt hat er aber Mama nicht mehr und jetzt hat er Papa auch nicht. Ne? Und er hat eine Notunterkunft, wo erstmal überhaupt kein persönlicher Kontakt ist. Ne? Man kommt ja auch in so ein System einfach rein, wo die Leute gewohnt sind, ihren Alltag abzuarbeiten. Ne? Also es ist doch bleiben. Okay, ihr habt Glück gehabt mit der Unterkunft. Ja? Es war kein übles Heim, wie es hier auch gibt. Aber es gab doch gar keinen Grund, deinen Sohn in Obhut zu nehmen. In Obhutnahme ist ja immer das allerletzte Mittel. Und wenn ein Sohn bei seinem Vater bleiben will und der Vater ist ja keine Gefahr, warum ist es dann so wichtig, das Kind in Obhut zu nehmen? Dafür gibt es doch gar keine Begründung. Ja doch, das Jugendamt hat das so gerechtfertigt. Als sie meinen Sohn dann rausgeführt hat, nach draußen, hat die Jugendamtmitarbeiterin gefragt, hör mal, kleiner Mann,
Wo willst du denn, was ist denn? Willst du erstmal Ruhe haben? Ja? Und dann, warum ein bisschen verunsichert ist, kommt ja auch der Punkt gleich, den man vielleicht jetzt noch gar nicht erkannt hat. Und möchte er vor beiden erstmal Ruhe haben? Hat er genickt? Ja, aber aus welchem Grunde denn? Er sitzt da als kleiner Mann, sein großer Papa, der ihm immer den Rücken stärkt, sagt plötzlich, wir müssen zu Mama. Das war ein ganz, ganz einschneidender, tiefer Vertrauensbruch. Von meiner Seite aus, in der ich mich gedrängt gefühlt habe. Und in dem Moment hat er, das glaube ich auch, ne, dass das auch so gesagt worden ist von ihm, entschieden, dass er jetzt nicht zur Mama und dass er auch nicht zum Papa geht. Okay, aber dann ist es doch so, ein 10- oder 11-Jähriger sagt der Richterin, ich möchte mein Papa sein. Ja. Dann nötigt die Richterin den Vater, ja, durch die Blume, das machen die immer sehr geschickt, die Richter, das kannst du als Nötigung strafrechtlich gar nicht fassen, egal, es ist eine Nötigung, ja, bringt die dich dazu, deinen Sohn, ja, quasi zu verraten und zu sagen, geh zur Mutter. Das heißt, an der Stelle, wo der Sohn etwas sagt, was die Richterin nicht will, ist es völlig egal, was er will. Aber als er dann draußen steht mit der Genau. Jugendamtsmitarbeiterin und sagt, ich möchte jetzt meine Ruhe von den beiden Eltern, mein Vater hat mich verraten, meiner Mutter bin ich sowieso egal, da ist es dann wichtig, was er sagt. Ja, aber es ist eine andere Hebelwirkung. Das hat nicht die Richterin gemacht. Die Richterin wird vor eine Tatsache gestellt, weil das Jugendamt als eine der ältesten Behörden, die überhaupt in Deutschland haben, hingeht und sagt, Kraft einer Entscheidung, wir nehmen den Jungen jetzt in Obhut, und so ist ja auch gemacht worden, auch gesagt worden, zum Kindesschutz, weil er jetzt gerade so durcheinander ist, dass er weder zu Mama noch zu Papa kann oder will. Ne? So. Und die Richterin, die kann sich das nur anhören. Die entscheidet ja nicht. Die sagt ja nicht, hey, zurückbringen. Nö, 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 so nicht. Das geht Ja, nicht. aber das ist Jugendamt auch das, was ich selber. vor Gericht immer erlebe. Die Richterin konnte ja selber einschätzen und dir durch die Blume mitteilen, dass sie überzeugt ist, dass du dein Kind manipuliert hast und jetzt hast du bitte mit der Mutter gemeinsam zu klären, dass er zur Mutter geht. Das Ja. konnte sie selber einschätzen, ja? Ja, das ist natürlich richtig. Aber sie konnte natürlich dieses Kind nicht zurückholen. Also ich glaube, dass die Richterin sich möglicherweise sehr weit aus dem Fenster gelehnt hätte, wenn sie jetzt diesen typischen Ablauf durchbrochen hätte. Ne? Und dieser typische Ablauf, das Jugendamt nimmt ein Kind in Obhut, zu durchbrechen als Richterin, hey, ich weiß es besser, weil ich habe ja gerade Mutter und Vater eine halbe Stunde hier kennengelernt. Ne? Ich glaube, das ist schon schwer. Also Ja, ich glaube, dass. damit implizierst du aber, dass der typische Ablauf der ist, der vom Jugendamt bestimmt wird. Also ich glaube heute, dass dieser Ablauf vom Jugendamt bestimmt worden ist. Die haben für sich selber diese Vorgeschichte ja schon, kannten uns ja schon, ne? Selber so kreiert. Die haben selber schon vorher Personal aufgefahren, um diese Möglichkeit auf diese Möglichkeit eingehen zu können. Und es ist auch irgendwann in Gesprächen später gefallen, dass das Jugendamt auch vorher schon damit rechnete, dass es eine Aufnahme geben könnte. Ja, was ja nicht heißt, dass das ein ganz normales Werkzeug ist, ne? Nicht das letzte Mittel, sondern dass das Jugendamt das als Werkzeugkasten benutzt. Ne? Geht Genau. A, B oder C, Aufnahme gibt es auch noch so ungefähr. Ne? So. Genau, aber das heißt ja auch, das Jugendamt hatte ja vorher schon eine Strategie. Ja. Erster Punkt der Strategie war, der Junge sagt, er will zum Vater. Was machen wir dagegen? Ja, ganz einfach, Trick 17, wir sagen, der Vater manipuliert den Sohn. Das ist gar nicht das, was der Sohn wirklich will. Das ist eine denunzierende Strategie, die du auch nicht entkräften kannst, ja, weil wie willst du denn beweisen, dass du nicht manipulierst, weil alles reden, auch nicht reden als Mensch, du kannst nicht manipulieren. Nur wenn du jemand anschaust auf der Straße, schon allein wie du auf der Straße läufst, damit manipulierst du andere Menschen mit deiner Ja, Gestik, ja, wir manipulieren uns ständig. Das heißt, du hast da gar keine Chance, was dagegen zu machen. Das ist der erste Punkt dieser Strategie. Der zweite Punkt ist, wir müssen den Vater nötigen, dass er das Kind dazu bringt, zur Mutter zu gehen.
Wenn dieser Punkt nicht klappt, dann, ja, wenn der Sohn sich weiter wehrt, dann müssen wir quasi den Wille des Kindes brechen, indem wir ihn wegnehmen bei beiden Eltern, ins Heim stecken und der Junge dadurch weich wird und von seinem vom Vater manipulierten Wille dann doch noch abkommt, ja, damit aufhört und zur Mutter zurückgeht. Ja, im Ergebnis ist das richtig, was du sagst, aber es hat für mich andere Hebelwirkungen und es hat für mich andere Verantwortlichkeiten, als dass man das so als runden Topf hinstellen kann. Ne? Sondern das sind eingespielte Rhythmen, als wenn so mehrere Leute tanzen, ne? Und es gibt unfassbar viele nonverbale Signale, dass wenn ein Jugendamt mit einem Richter in Kontakt tritt, und das kennt vielleicht auch jemand, der schon mal selber vor Gericht war, dass plötzlich über einen Streitwert man eigentlich nur 1,5 Sekunden braucht, um darüber klar zu werden, weil alle im Prinzip mit einfachen Erklärungen ganze Kontexte als Wahrheit hinstellen, die dann nur noch akzeptiert werden. Da weiß ich jetzt gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist wie so eine japanische Schrift, wo ein Schriftzeichen eine ganze Geschichte sein kann. Das hilft, hinkt bestimmt wie Sau jetzt gerade, aber ja, es ist so klar zu machen. Ja, es ist eine Art Ideologie. Ja? Du lebst in dieser Ideologie drin. Nein. Wenn du sagst Ideologie, dann müsste man ja sagen, also Richtung Verschwörung, das ist es nicht. Es ist so, dass wir ein über, ich sag mal, mindestens 100 Jahre eingeübtes Theaterstück haben, wo man seit Generationen weiß, wenn jemand so auf die Bühne tritt, dann werden jetzt die und die Sachen gesungen halt. Ne? So, ne? Und das ist etwas, was sich unfassbar schwer auflösen lässt. Die Menschen, die da drin stecken, das sind normale Menschen, du und ich. Ja, die haben einen anderen Bildungsweg vielleicht und dies und das. Und die machen das echt auch wirklich mit vollem Herzen. Das sehe ich den Leuten auch an. Die haben überhaupt nicht vor, etwas Böses zu tun. Sie wollen auch helfen. Aber sie können es nur so, wie ihr Werkzeug quasi, ne, ob jetzt eine Obhutnahme oder Elterngespräch oder jetzt sonst irgendwas, eine Beratung und sowas, das können die machen. Und die haben natürlich dann verschiedene Säulen, vertikale Säulen. Sagen wir mal, Jugendamt ist eine vertikale Säule und Gericht ist eine vertikale Säule und was ich anders vergessen wir jetzt mal, gibt es auch eine vertikale Säule. Und das Jugendamt selber ist ja ein in sich tragendes Gerüst, was natürlich aus Geldfluss besteht, aus Mitarbeitern besteht, aus Erfolgsmodellen, die funktionieren. Es gibt auch Erfolgsmodelle, die funktionieren nicht. Und auch die Mitarbeiter miteinander wollen ja auch irgendwie klarkommen halt. Ne? Und da ist der Mensch im Regelfall sich erstmal selbst der Wichtigste. So, ne? Und so ist dieses System auch aufgebaut, dass quasi natürlich die Leute selber in ihrer Arbeit möglichst wenig Störungen halt haben wollen, ne? Und aber trotzdem eigentlich auch was Gutes tun möchten. Ne? So, und die, wenn das Jugendamt ja sagt, hey, wir helfen Kindern, und im Regelfall ist diese Hilfe, wenn das Jugendamt einschreitet, auch nötig, ne? Dann gehen die mit einem gewissen Selbstbewusstsein da rein. Ne? Da geht es gar nicht um Arroganz, sondern gehen mit einem Selbstverständnis da rein, wie die helfen. Und die Methoden, die die haben, die werden angewendet, weil die für das quasi, das hört sich ein bisschen komisch an, weil sie ja fürs Jugendamt funktionieren. Wie weit das für das Kind funktioniert, stellt sich im Speziellen die Frage gar nicht, weil es im Allgemeinen ja funktioniert. Und erst im Nachgang guckt man, hat das auch fürs Kind funktioniert, aber auch erst dann, wenn es Leute gibt, die einen Finger in den Himmel lieben. Und ich habe Gott in die Welt angeschrieben, ne, um da Gehör zu finden, um auch das Jugendamt dazu zu bringen, über sich selber nachzudenken. Ja, hast du Erfolg gehabt? Bitte? Hast du Erfolg gehabt, dass das Jugendamt über sich selber nachdenkt? Ich bin für meine Haare verantwortlich, aber ich finde es nicht traurig. Also, ja, ich glaube, das dauert manchmal ein bisschen Jugendamt nachdenken. Also, was du gerade, deine Analyse ist ja im Grunde eine systemische. Ja, wir wissen seit Niklas Luhmann, dass Behörden immer versuchen, ihren eigenen Wirkungskreis zu erhöhen. Ja, ja. Zum Beispiel
Typisches Argument des Jugendamts ist, oh, da, also ich will es nicht runterspielen, da ist ein Kind gestorben, wir haben nicht genug Personal, wir bräuchten mehr Personal, damit sowas nicht mehr passiert, also steckt man Geld in die Jugendämter. Und dieses Argument wird jedes halbe Jahr wiederholt, wenn wieder was passiert. Keiner fragt sich, Moment, aber die haben doch jetzt eigentlich genug Leute, warum passieren denn immer noch solche Sachen? Und warum tun die Jugendämter unbescholtenen Vätern und Kindern dieser Väter das Leben schwer machen, kümmern sich aber nicht um die echt harten Fälle und wollen trotzdem immer mehr Geld. Also das wissen wir seit Niklas Luhmann, Systeme arbeiten so. Aber der Inhalt dieser Systeme, ja, die Denkmuster dieser Systeme, das ist das, was ich mit Ideologie meine, die Jugendämter, auch die Familiengerichte, so wie ich sie erlebe und die Stories, die ich höre, das ist reine schwarze Pädagogik. Das sieht man an deinem Fall wieder sehr gut. Der Junge will etwas, das wir nicht wollen. Ja, das ist wie Aber der. schwarze Pädagogik streiche ich jetzt einfach mal raus, machen wir bitte weiter. Ja, also die Logik schwarzer Pädagogik ist, ja, du kannst es auch narzisstischen Missbrauch nennen, den ja deine Ex-Partnerin mit deinem Sohn betrieben hat und wo dein Sohn auf erstaunliche Weise psychisch gesund geblieben ist. Ja, der hat es selber schon verstanden. Aber dass Also, sie sehr selbstreflektiert ist, da fühlt es nicht so, als ob. genau. Aber da ist ein sehr guter Ja, Punkt. auch das vielleicht noch kurz mit der schwarzen Pädagogik. Ja. Das Ja, ist das. das, was wir von früher 50er Jahre Erziehung auch davor. Du machst nicht, was ich will, also wirst du bestraft. Ja. Dieses, wie auch Tiere, Hunde früher erzogen wurden. Ja. So wurden auch Kinder erzogen, dieses strafende Element. Und genau das kam doch, hast du doch da erlebt. Wir wollen nicht, dass der Junge zum Vater geht. Was machen wir? Und dann liefen diese ganzen Methoden der schwarzen Pädagogik ab. Du wurdest genötigt, der Sohn wurde genötigt, indem man ins Heim gebracht wurde. Man hat Menschen voneinander getrennt, Kontakte getrennt, um sie zu erpressen, um ihren Willen zu brechen. Das sind einfach Methoden der schwarzen Eine Pädagogik. ganze Menge zu sagen. Das alles, was du sagst, ist quasi auch eingetreten. Aber ich sehe das mal im Hintergrund. Und zwar schaue ich auf diese Menschen und schaue drauf, wie machen die ihren Job, wie gehen die als Mensch mit dieser Aufgabe, die sie selber gewählt haben und auferlegt worden ist, um. Und ich erkenne eigentlich nur, und ich muss das alles jetzt zum ersten Mal denken und sagen einfach, ne? Ich versuche das mal. Ich erkenne eigentlich nur, dass die Leute selber Opfer sind. Die sind selber Opfer, dass sie eine Erfüllung haben, die werden auf irgendwas bemessen, ne? Und bis zum Schluss ist ja versucht worden, dass der Junge letztendlich vielleicht dann doch noch in eine Pflegefamilie geht. Ne? Und der Sachbearbeiter hat auch ganz klar mir in den ersten Telefonaten gesagt, es gibt nur drei Möglichkeiten. Er geht zur Mutter, er geht zum Vater, er geht in eine Pflegefamilie. Das muss man sich mal vorstellen. Es gab keine Tangierung der Erziehungsfähigkeit der Eltern. Überhaupt nicht. Also es gab überhaupt Das keine. ist. Und jetzt gehen wir auf diesen Punkt, den du gerade gesagt hast. Wenn du sagst, schwarze Pädagogik und System und so. Ich bin da nicht ganz dabei. Im Endeffekt ist es die Wirkung. Und im Endeffekt gibt es da auch die großen Opfer, ne, vor allen Dingen bei den Kindern. Und da muss sich auch etwas ändern. Aber tatsächlich ist es so, dass wir auf der anderen Seite eigentlich keine Aggressoren sitzen haben. Es wirkt zwar aggressiv und das Ergebnis ist aggressiv. Das Ergebnis ist auch schwer nachteilig für Kinder und auch für die Eltern, die ja auch da wirklich einen harten Schnupfen durchmachen, mit großen Sorgen. Ja, und das wird auch letztendlich Gesundheit und sicherlich das eine oder andere Leben schon gekostet haben. Gar keine Frage. Aber wir haben eigentlich im Regelfall, meiner Erfahrung nach, in meinem Fall, nicht auf der anderen Seite vorsätzliche Attentäter, sondern wir haben dort Menschen, die quasi ihr Bestes geben in einem System. Die sind sich natürlich erstmal selber natürlich was ganz Normales als Mensch, sich selbst das als nächstes. Und wenn da jetzt ein Mitarbeiter die Aufgabe hat, so einen Fall zu bearbeiten und der hat, ich weiß nicht, wie viele andere Fälle, sagen wir jetzt einfach 30 andere Fälle halt noch, ne? Dann ist mein Sohn mal einer von diesen Fällen. Und er will natürlich quasi für seine Arbeitszeit mikroinvasiv diesen Fall halt abwickeln. Und wenn er dann plötzlich da so einen Christoph stehen hat, der die halbe Welt anruft, der ganz komische Briefe schreibt, die über mehrere Seiten gehen,
und Landräte anschreibt und Helferorganisationen einkippt und versucht, Zuständigkeiten zu klären zwischen meinem Dorf und da hinten der anderen Dörflichkeit, ne? Dann sind die plötzlich sehr aufgewühlt und dann lässt sich der Mitarbeiter vielleicht auch mal verleuchten, was nicht da, dann geht der auch noch zum nächsten Vorgesetzten hin. Und wenn das nicht reicht, dann schreibt er auch eine Leiterin an. Und wenn das nicht reicht, dann schreibt er auch von mir aus in Kopie auch mal den Landrat halt wieder mit an, damit ihm eine Antwort kommt. Und dann sind die natürlich schwerst betroffen von mir, ne, der ja quasi das Richtige für dieses Kind tut und will und auch ganz fest davon überzeugt ist, dass man mit Argumente austauschen muss und die Argumente stellt und die andere Seite wird immer stummer und stummer und stummer. Ich habe ein ganzes Jugendamt, ich habe ein ganzes Kreisjugendamt zum Schweigen gebracht, weil sie nicht mehr wussten, was sie sagen sollen. Vor Gericht sind nachher nicht mehr die Arbeiter gekommen, sondern die Vorvorgesetzten gekommen, die noch versucht haben, gegenüber der Richterin mir einen schlechten Popo zu machen. Sie hätten nicht antworten dürfen, weil Datenschutzauflagen das verhindern hätten, weil ich hätte ja so einen großen Verteiler genommen. Ich sage, ach Leute, und Telefon gibt es nicht mehr. Der Anruf hätte ja gereicht. Ne? Da war ich schon platt. Aber mit dem Argument haben die nicht gerechnet. Und wenn du da nicht sprachlich gut unterwegs bist und die nicht schon vorher überlegt hast, in der Sekunde, wo es passiert, was antwortest du gleich, dann bist du als Vater verloren. Denn diesem System Widerstand zu bieten, das ist mir nicht leicht gefallen. Das ist mir echt nicht leicht gefallen. Das hat mir alles abverlangt. Ich kann mir vorstellen, dass so manch einen anderen nicht gelingt. Und das geht nicht um meine Beiräucherung, sondern um die Fakten. Also ich kann das... Mir selber ging es so am Anfang, als ich das System kennengelernt habe, mir ist nichts eingefallen bei so viel... Wie soll ich sagen? Bei so viel Hinterlist. Weil du sitzt da und du denkst, die können das doch jetzt nicht wirklich einfach so behaupten. Das ist ja völlig aus der Luft gegriffen. Ja. Es ist gegen die Verfassung, es ist gegen alles, wo vernünftige Menschen sagen, hey, das ist doch ein guter Vater, eine gute Erziehung. Die greifen irgendwas aus der Luft, behaupten das, als wäre es das Sicherste der Welt. Ja? Und du stehst nur da und denkst, wie kann man so hinterlistig sein? Ja, genau, es geht, also wenn sie es tun, dann ist es so, dass dann der Mitarbeiter quasi die eigene gedankliche Flucht macht. Er muss das jetzt tun, ne, weil er sich selber dafür rechtfertigt, dass er das tun darf. Das ist ein bisschen kompliziert jetzt halt. Ich weiß nicht, ob man das so verstehen kann. Es ist eigentlich eine Flucht des Mitarbeiters in die Falschaussage hinein. Ne, das ist eine persönliche Motivation, weil er selber natürlich einen Fehler nicht eingestehen will, weil er so abkürzen will. Und das Schlimme ist, dieses Baukastensystem, von dem weiß er ja, welches Argument funktioniert. Und wenn er sich auch nur sagt, boah, der Sandro, der war so unhöflich mit mir am Telefon, das hat er sich jetzt verdient. Oder der Christoph, der hat schon wieder geschrieben, jetzt kommt das. Und ich habe persönliche Gespräche gehabt mit denen, wo von Jugendamtseite eine Schriftführerin beigestellt worden ist, die mitschreibt. Ne? Das dauert ja, du kriegst das Ding ja nicht in 3 Tagen, du kriegst es ja Wochen später. Nachdem es eine Relevanz hatte, dass man sich getroffen hat, kommt dann das Ding. Ne? Ich habe das ja sofort eingefordert und gefragt, wie ist denn das? Ich war nämlich aus dem Quark ab. Habe ich meine eigene Sache noch aus dem Gedächtnis rausgeschrieben, ne? damit die Deutungshoheit da ist. Und nicht, dass naja, heißt, ja, das hat er jetzt nur geschrieben, weil es ja gar nicht passiert ist, ne? So ungefähr. Da muss man auch noch aufpassen, wie es schießt. Ne? Und das sind Dinge, die ich ja Gott sei Dank aus dem Berufsleben halt schöpfen konnte, aus Projektleitungen und ähnliche Dinge halt. Ohne diese Vorerfahrung hätte ich da eigentlich nur heulend gestanden und hätte mich immer nur gefragt, was ist denn jetzt passiert? Wo ist das schiefgegangen? Ich weiß gar nicht so. Ja, so und das sind Sachen, mit denen die halt extrem erfolgreich sind, aber es sind keine Aggressoren. Die wollen eigentlich das Beste. Natürlich schützen die sich selber. Das ist eine ganz normale, menschliche Sache halt. Aber dieses System ist so eng miteinander verzahnt zwischen Richter, Jugendamt, Helferorganisationen, ne? Und mein Junge ist ja dann irgendwann mal auch aus dieser Notaufnahme, ich kann es nicht genau sagen, wie das noch fachbegrifflich heißt, ne? Ist ja in eine quasi Regelunterkunft gekommen, jetzt auch kein Heim, sondern auch eine private Institution. Ne? Und da fing die Katastrophe erst richtig an. Ne? Also das war für meinen Sohnemann
Also weiß gar nicht, ob man für so einen kleinen Kerl mehr Horror erzeugen kann, als da gewesen ist. Also es geht jetzt nicht darum, dass er jetzt körperlich transaliert worden ist, aber psychisch war das schon echt schwer. Ne? Weil da ist die Kommunikation zum Erliegen gekommen, da hat uns gebracht, dass man behaupten konnte, er will nicht mit seinem Vater telefonieren, er will nicht mit seiner Mutter telefonieren. Und da standen alle Zeichen nur noch auf die Eltern. Muss man ganz klar sagen. Ich habe das dem Jugendamt sehr schwer vorgeworfen, dass das von vornherein eine Möglichkeit ist, die ungerechtfertigt im Raum steht, für die es kein Anzeichen gibt. Und da habe ich alle Gegenwehr der Welt bekommen. Und mein Sohnemann hat echt wirklich dann nur noch teilweise eine halbe Stunde Handyzeit gekriegt am Tag. Also der kriegt jetzt nicht bei mir 5 Stunden, das ist Blödsinn, aber der hat bei mir einfach ganz normal 1 Stunde halt, ne? Aber er hat ja ansonsten auch die Kommunikationsmöglichkeiten. Aber wenn du als Kind, der ja mit Mama und Papa sprechen will und dafür quasi ja auch noch Zuhörer hat, weil er sich nicht zurückziehen kann mit dem Telefon, aber dadurch halt würde er ja auch noch haben, muss auch ganz klar halt sagen, ne? Bist du schon sehr stark in Zwickmühle. Was machst du das überhaupt? Kriegst du überhaupt noch den Antrieb, tatsächlich jetzt zu telefonieren, während ja andere Leute zuhören und möglicherweise gestikulieren dabei und solche Dinge halt, ne? Oder weißt du lieber aus, auch spielen? Da haben die mir gesagt, gut, das spielt dir uns am Ende, als mit dir zu telefonieren. So toll kann das mit dem Papa sein ja nicht sein. Ne? Und solche Sachen laufen da halt. Der hat einen Fluchtversuch hinter sich, der hat Briefe geschrieben, der hat Hilferufe per Textnachricht geschrieben. Als ich dann vor Ort war, hat er sich helfen lassen, dass er der Code auf seinem, also der PIN-Code geändert wird auf seinem Handy, damit die nicht mehr nachgucken müssen, weil als er angekommen ist, musste den Code halt freigeben. Ne? Und also dein Sohn war doch im Grunde bei seiner Mutter, wurde er schikaniert, ja, weil die Mutter ihn für ihre eigenen Zwecke missbrauchen wollte. Und dann in dieser Regelunterbringung wurde mit ihm doch dann wieder genauso umgegangen. Ja. Ja, also ich möchte ganz gern dazu sagen, wenn man sagt, die Mutter hat ihn schikaniert. Also in Bezug auf den Vaterkontakt auf jeden Fall. Auch sanktioniert. Ne? Muss man ganz klar sagen. Also die hat dann ganz klar zugesehen, dass halt bestimmte Sachen für ihn nicht funktionieren. Ansonsten generell würde ich das so nicht stehen lassen. Also meine Ex-Frau in ihrer Welt hat die alles für ihn getan, was eine gute Mutter nur tun kann. Die kann das, ihr kennt das nicht. Und diese Unterkunft war von sich selber auch sehr überzeugt. Die haben sogar meinen gesetzlich bestimmten Umgang ausgehebelt. Da muss man sich mal vorstellen. Da hast du ein Urteil, ne, im Namen des Volkes und hat irgendeinen Richter unterschrieben und da steht drin, ne, Umgang. Ne, alle 14 Tage. So, und jetzt habe ich auch verstanden, dass das ein Vorteil sein kann für die Befundung, was will das Kind, wenn er jetzt erstmal etwas weniger Kontakt zu den Eltern hat. Vor allen Dingen mit meinem persönlichen Hintergrund, dass ich den Jungen schwerst enttäuscht habe. Ja, dass ich ja vor Gericht damit argumentiert habe, er müsste jetzt zur Mutter gehen. Aber wir haben keine Kommunikationszeit bekommen, dass ich das aufräumen konnte. Das konnte ich monatelang nicht aufräumen, weil es diese Kommunikationsmöglichkeit nicht gab. Und diesen Umgang, den ich mit ihm hatte, der war ja dann erstmal begleitet. Da ist also einer dabei. Und dann wird einem ja vorher vorgeschrieben, über was darfst du überhaupt sprechen. Ja. Und der erste Umgang, den ich hatte mit ihm, das war ja nur, ich weiß nicht, eine halbe Stunde oder so. Ne? Da saß dann quasi ist ja kein Heim gewesen, aber diese Unterbringungsleiterin, ne, saß dann da und hat mitgeschrieben. Und mein Sohn hat mir schon, weil er mit dem Rücken zu ihr saß, geheime Zeichen, die wir so Vater-Sohn-Sprache halt haben, ne, gezeigt, hey, pass mal auf, ne, Alter, du bist total nett und ich finde das super, dass du hier bist und lass uns euch was machen und ein bisschen was spielen, aber wir müssen hier ein Spiel spielen, das heißt, ne, red nicht über die falschen Sachen. Ja? Wenn ich dann Fragen gestellt habe, weil ich dann doch was wissen wollte, was riskieren wollte auch, aber ich wollte von ihm auch eine Antwort haben, wie Telefonzugang, ne, dann sehe ich dann wieder so, sagt so, ne, und setzt dann quasi aus einem Spiel die nächste Figur, weil das ist verboten, darüber zu sprechen. Also sag uns bitte nochmal, das war damals, als ihr in Nordkorea gelebt habt. Ja, der Vergleich ist super. Der Vergleich ist echt super. Also diese Ausschnitte, in denen ich mit meinem Sohn zusammen war
und dem wir erst diesen begleiteten Umgang halt hatten. Also vor allem der erste Termin. Aber der erste Termin war echt wirklich Nordkorea. Inklusive, dass uns noch Zeit geklaut worden ist, weil dann die Leiterin, die das ja auch dann begleitete, quasi ja eigentlich selber persönlich Wirtschaftende ist, ne, muss man ganz klar sagen. Ich habe zwar nicht aufgelöst, wie weit die selber auch wirtschaftlich daran partizipiert. Das ist jetzt auch dahingestellt. Aber dass dann ausgerechnet auch ein nicht neutraler Mensch das dokumentiert und dann sich noch gewogen fühlt, mir eine Diskussion anzufangen, die uns ja auch noch die Zeit gestohlen hat, für nichts und wieder nichts. Ne? Das war schon fürchterlich daneben. Das muss man ganz klar sagen. Ne? Das war schon fürchterlich daneben. Da hätte ich erwartet, dass das Jugendamt eigene Leute entsendet. Und das Jugendamt selber hat meinen Sohn ja auch noch sehr stark unter Druck gesetzt. Da kommen wir jetzt mal gleich zu. Der Punkt ist der, dass selbst in diesen Elterngesprächen, es gab ein Elterngespräch, übrigens Dokumentation des Elterngesprächs war dann auch irgendwie wieder Monate später, ne, also Zugzwang kriegst du immer, hier, pass mal auf, ne, muss man so und so machen, oder sie müssen jetzt zum Termin kommen, ja, worum geht's denn, das kann ich Ihnen nicht sagen, ne, das kriegst du halt immer, ne, auch wenn die was bringen sollen, dann sind die Systeme so locker und lax, dass du eigentlich das so spät kriegst, dass es schon nicht mehr interessant ist, ne, weil zwischendurch so viel passiert ist. Du bist ständig am Aufräumen, und ständig bist du in diesen Schriftverkehren, Querverweisen drin, auch Bezugspunkte und sonst was alles, ne? Dass nachher, wenn es einen Dritten gibst, ne, weil du bist ja im Thema drin, der schon sagt, ey, ich komme schon nicht mehr mit, dann weiß ich doch schon, dass auf der anderen Seite, wenn ich doch der Fall 31 bin, der von irgendwas zu betreuen ist, die doch genauso da stehen und eigentlich gar nicht mehr antworten können, weil sie den Sachverhalt mehr folgen können. Punkt ist der, mein Sohnemann war in dieser Einrichtung drin, hat per Briefe, na, also hier, ne, schreiben, zukleben, Briefmarke irgendwo organisieren, einwerfen, na, mich informiert und Hilferufe geschrieben, ne, hol mich hier raus und solche Dinge halt, ne, hat mir WhatsApp-Nachrichten geschrieben, dass er sich da unwohl fühlt, dass das nicht für ihn funktioniert und wir reden jetzt nicht von Luxussachen halt, ne. Sondern dass einfach diese Existenzängste da sind. Ne? Dass, was passiert jetzt eigentlich mit mir? Und trotzdem diesen Willen hat, das auszusitzen, weil man ihm von Amtsseite her die Hoffnung gemacht hat, dass sich alles auflöst. Und dass er jetzt nur noch so lange da bleiben müsste, bis das Gutachten der Psychologin erstellt ist. Ne? Wo wir beide, wo aus Erfahrung ich damals schon vom Anlesen her genau wusste, das psychologische Gutachten heißt nicht, dass da jetzt Realität gesprochen wird. Jetzt im Nachhinein habe ich meine einigen Gedanken dazu halt gemacht. Ne? Aber dieses Kind hat diese Hoffnung halt gehabt. Und deswegen hat er dieses Durchhaltevermögen gehabt. Ja, bis es dann wieder dazu kam, dass er mit mir einen Umgang hatte und dass ich den auch dann mitgenommen habe. Ach, übrigens, einmal gab es einen Polizeieinsatz, weil ich wollte ihn mitnehmen. Wir hatten geregelten Umgang und ich hatte auch angekündigt, dass ich an einem Freitag vorbeikommen würde. Und dann hat man mir gesagt, nee, wir sollen fetten Urlaub mit uns. Ich so, ach, das ist ja nett, dass ich mal erfahre. Da habe ich irgendwie ein paar Tage vorher erfahren, dass die auf irgendeine Insel halt fahren. Ne? Und also wollte überhaupt gar nicht hin. Name ist auch wieder streichenbar. Also mein Sohnemann wollte zu dieser Insel gar nicht hin, weil in seiner Vorstellung er schon ein paar Mal da war mit seiner Mutter. Das stimmte zwar nicht, ne? Da hat er was verwechselt gehabt, da hat zwei Namen verwechselt. Und er wollte überhaupt nicht dahin. Er wollte Vaterzeit haben. Er wollte auch seine Mama sehen. Natürlich, keine Frage. Also ist ja nicht so, als wenn er jetzt seine Mutter ablehnen würde, grenzenlos. Ne? Er will einfach nur mal Vaterzeit haben. Und die Konsequenz, dass er zu mir wollte, erstmal war ja nur, dass ihm klar war, er muss jetzt erst zu Papa hin, damit wir der Mama ein Wechselmodell vorschlagen können. Das ist der Hintergrund. Das ist jetzt die ganze Zeit nicht klar geworden, warum denn der Sohnemann erst zu mir hin wollte, wenn es eigentlich nur um mehr Papa-Zeit geht. Die Grundidee von diesem kleinen Sohnemann ist, ich gehe jetzt nach Papa hin, weil alles andere nicht funktioniert hat und ich weiß, Papa sagt dann, hey, wir machen ein Wechselmodell. Ne? Also das ist der Hintergrund gewesen. Und als er dann wieder bei mir war, ne, da kam schon die Sache so, ja, aber Sie müssen doch wieder zurückbringen, Eier auf. Ich sage, ja, ich bringe ihn auch wieder zurück. Ne? Ja, ja, klappt ja sonst nicht so unbedingt. Ne? So, und dann natürlich ist das dann wieder so gelaufen, er wollte nicht einsteigen. Dann hat er gesagt, oh mein. Jetzt muss ich kurz, das war jetzt noch in der Zeit, wo er in der Regelunterkunft war.
Genau, weil irgendwann gab es ja mal, nachdem es den begleitenden Umgang gab, gab es ja dann auch mal den normalen Umgang wieder. Gab es da zwischendrin eine Gerichtsverhandlung, wo dann gesagt wurde, okay, jetzt erweitern wir den Umgang? Oh, ja, Mensch, wie gesagt, ich habe mir das alles nicht nochmal angelesen. Ich habe das alles dokumentiert, da kannst du ein ganzes Buch draus schreiben. Ja, weil ich denke, der Umgang muss ja dann wieder gerichtlich geregelt worden sein, Nee, damit. nee, nee, nee. Ich glaube, wir hatten irgendwann mal Kontakt zur Richterin. Irgendwas, oder mein Rechtsanwalt hat mir das erklärt. Und zwar, das Jugendamt durchbricht einfach diese gesetzliche, diese richterliche Anordnung. Das darf es eigentlich gar nicht. Das Jugendamt selber eigentlich sich da auch schwer rechtfertigen, um eine richterliche Anordnung auszuhebeln. Ne? Aber quasi so, ach ja, stimmt, genau. Vor Gericht war es ja so, dass ja dann das Jugendamt zu uns gekommen ist, zu meiner Ex-Frau und mir. Hey, hör mal, ich habe hier so ein Schriftstück, ne? Und irgendwie ist es sehr schlau, wenn ihr auch damit einverstanden wärt, so ungefähr. Ne? Jetzt bist du ja völlig überlastet in der Situation, du bist ja nur auf Alarm. Ne? Und eigentlich schreit dein Kopf dich an, mach nichts, ne? Aber irgendwie hast du das Problem, dass wenn du wieder mal nicht mitspielst, wieder da böse, böse bist. Und da haben wir unterschrieben, dass wir mit der Unterbringung einverstanden sind. So, das ist der Punkt. Ja, und deswegen waren quasi Mama und Papa damit einverstanden, dass wir in Obhutnahme halt waren. Und das war dieser Kunstgriff, dann zu sagen, hey, Mutter und Vater werden erstmal scharf ausgegrenzt, ne, obwohl es ja gar kein Gefährdungspotenzial gab. Keine Vernachlässigung, kein gar nichts. Also. Ja, Und dann wurde der Umgang erweitert, also er war nicht mehr begleitet, das heißt unter Beobachtung, sondern genau. die Eltern konnten dann den Sohn bei sich zu Hause haben und Ja, dann wieder aber zurückbringen. nach gefühlt 50 Seiten schreiben, ne? Also nicht einfach so, ne? Sondern da war schon ordentlicher Schriftverkehr von meiner Seite einfach aus. Das konnte ich auch meinem Rechtsanwalt gar nicht übergeben. Dann, da musste auch zeitnah was gemacht werden und die Kosten werden unendliche explodiert. Ich habe mir auch einen Rechtsanwalt vor Ort genommen. Da hätte ich ja tagelang gesessen, um dem klarzumachen, was ich da jetzt eigentlich damit vorhabe. Deswegen habe ich das nach bestem Wissen und Gewissen abgeschrieben. Punkt ist nur der, und das ist eigentlich vielleicht etwas, was wirklich für andere wertvoll sein kann. Mein Sohn hat verstanden, dass wenn er jetzt nicht einsteigt, dass Papa Ärger kriegt. Ja? Und das wollte er nicht. Dann hat er gesagt, Papa, wir fahren dahin. Aber ich steige nicht aus. Ich sage, wie? So, dann kriegen wir wieder Ärger. Er sagt, nee, wir fahren da jetzt hin. Dann sind wir da hingefahren. Ne? Und er so, ja, jetzt sind wir da. So, jetzt? Ja, du kriegst mich hier nicht raus. Ich sage, wie, krieg ich jetzt hier nicht raus? Ja, geh doch schon mal rein, aber ich komme nicht mit. Ne? Du kannst da Bescheid geben. Ne? Und ja, ich dann ausgestiegen, ich dann dahin und sage, ja, er soll rauskommen. Nee, der kommt nicht raus. Da kommen nicht raus. Dann sind die da hin. Also der war jetzt nicht die Leiterin da, sondern ein Betreuer, mit dem auch wirklich gut klarkam. Ne? Also da hat er auch einen Betreuer gehabt, der, oder vielleicht auch mehrere, mit einem Mädchen gehabt und mit einer Frau kam auch ganz gut klar. Aber die ist dann hin und las auch Fenster runter und so. Ne? Ja, kommt nicht. Er will wieder nach Hause. Ja, was sollten sie machen? Haben sie diskutiert und dies und das, hat ein bisschen gedauert. Ne? Hatten sie auch mit dem Notdienst gesprochen. Also das ist ja auch eine Katastrophe übrigens. Das Jugendamt zu solchen hochkritischen Zeiten, wo es meistens eskaliert, auf dem Freitagnachmittag, Freitagabend und Samstag und Sonntag quasi nicht erreichbar. Es gibt zwar diesen Notdienst, aber nichts entscheidet, außer ja, oh ja, ich habe es gehört, ja, schreibe ich auf, aber ich kann jetzt nichts entscheiden. Ja, also das ist eine Katastrophe, ja, dass da keine Leute sich mal in einen Fall einlesen und dass die Akten nicht so aufbereitet sind, dass ein Dritter, also kein Dritter, sondern dass ein anderer Mitarbeiter des Jugendamtes mal kurz eine Handlungsempfehlung bekommt. Das ist eine Katastrophe. Sondern das Ergebnis ist immer 0, nix. Außer Kind ist körperlich in Gefahr. Ja, so, aber sonst, Und ja, ist die ausgestiegen und Ergebnis war dann, ja, dann muss der Papa wieder mit dem fahren. Ja, weil, wie gesagt, wir können jetzt auch nicht stehen bleiben. Ja, also ich steige auch fürs Pipi machen nicht aus. Ja, also der wäre einfach nicht ausgestiegen. Ja, dann
war das Aha-Erlebnis für ihn, dass wir nach ein, zwei Stunden, ich weiß nicht mehr wie lange, ne, umgedreht sind und sind wieder ins Finstere gefahren. Und da war völlig klar, wie die nächste Sache aufläuft. Und das hat er durchgezogen. Und seit jedes Mal, wenn er gerufen worden ist, ist er gekommen. Also mit mir. Er hat sich da hinfahren lassen, ist nicht ausgestiegen, egal wer da stand. Dann war das nächste Mal, war das die Heimleiterin. Dann nächstes Mal, als wir da waren, war das die Verfahrenspflegerin. Die Richterin hat der Verfahrenspflegerin gesagt, dann versuchen Sie es doch mal selber. So, also, aber du hast deinen Sohn dann also doch immer zurückgebracht, weil ja, er wollte. Genau. Ich habe den immer wieder hingefahren zur Unterbringung oder auch woanders hin und er ist einfach nicht ausgestiegen. Achso, also der hat dann ab dem ersten Mal bei dir gelebt und dann haben die gesagt, bringen Sie ihn heute vorbei, dann bist du hingefahren und er ist nicht ausgestiegen. Genau, bin ganz artig hingefahren. Egal, es gab auch in der anderen Termine noch, ich muss alle mal raussuchen. Wir sind da ein paar Mal hingefahren. Sind immer artig eingestiegen, hingefahren. So, und man sagt dann vor Ort, hab euch alle lieb, aber ich steige nicht aus. Mhm. Er hätte also Gewalt anwenden müssen, um ihn aus dem Auto rauszuholen. Und das hat sich letztendlich der Vater Staat, also quasi, haben sich die Institutionen nicht getraut. Er hat ganz klar angezeigt, hier bin ich. Liegt nicht am Papa. Natürlich liegt es am Papa aus deren Meinung heraus, weil die sagen, das hast du jetzt aber ganz geschickt eingefädelt, ne, dass du den dazu gebracht hast. Ne. Und ich war nochmal da war das Jugendamt selber da, auch der Mitarbeiter, der es betreute. Und da ging es darum, dass ich ja wieder ganz böse bin und da saßen zwei andere dabei, die immer vor mir blicken sind, dass dann auch immer böse ist. Ne. Und dann habe ich, glaube ich, ich weiß nicht, ich glaube nur eine Stunde, kann sein, vielleicht war es auch eine Dreiviertelstunde, aber ich habe ewig lang gebraucht, bis ich den jungen Mitarbeiter so weit argumentativ in Eck hatte, dass er mal rausgeht und selber mit dem Jungen spricht. Der wollte das nicht. Der wollte das partout nicht. Der wollte seine Spielwiese haben, der wollte seine kontrollierte Umgebung haben, der wollte sein Wohlfühlgefilde nicht verlassen. Und ich habe es geschafft, dass er selber rausgegangen ist. Und ich glaube, er hat mit dem Jungen auch eine Dreiviertelstunde lang gesprochen, mit offenem Fenster. Die hatten auch eine ganz gute Kommunikation. Ne? Und dann habe ich nachher mit darüber gesprochen, was dann dieser Mann dann immer so zu ihm sagte. Und er sagt, er hat mir ganz viel versprochen. Das ist so toll. Ja, der wollte, dass ich aussteige. Er hat mir ganz viel versprochen. Ich sage, was hat er dir denn versprochen? Weiß ich nicht. Ich sage, ja, und da war mir klar, ich sag, was ist denn so gewesen? Ja, der hat mir versprochen, ich weiß gar nicht, was er versprochen hat, aber der hat gesagt, wenn ich jetzt nicht aussteige, kriegst du Ärger. Kriegst du? Dann kriegst du Ärger zu mir. Ja, das war schon klar. Ja, also Lars konnte sich nicht daran erinnern, was dieser Mann alles versprochen hat. Und er konnte sich sehr wohl daran erinnern, dass er aber unter Druck gesetzt worden ist. Und ich kann mir das nur so erklären, dass gesagt worden ist, ja, hör mal, wenn du jetzt, jetzt mitkommst, dann wird doch alles gut und ich verspreche dir auch, dass wir dann das noch regeln und dass wir uns nochmal zusammensetzen, aber du musst aussteigen, sonst kriegt dein Vater Probleme. Das sind also Dinge, die so ein Junge dem Alter dann nicht versteht. Er hört immer Versprechen, es wird was positiv gesprochen quasi, einleitend, dass wir jetzt gerade noch ein schönes Thema haben, was dann darin mündet, er muss ja nur mitspielen. Ne? Und Gott sei Dank hat er diese innere Kraft für sich gehabt. Ne? Jetzt im Nachgang, Gott sei Dank, kann man ja sagen, das Ergebnis war zu dem Zeitpunkt für mich auch noch völlig offen, aber für den Jungen, Gott sei Dank, hat er sich selber festgesagt, ich steige hier nicht aus. Egal, was da gesagt wird. Und da ist er erst sehr freudig drüber gewesen, weil ihm viel versprochen worden ist, aber in der Fahrt nachher, später, da ist er nochmal doch ganz ordentlich in sich zusammengesackt, weil er dann doch von diesem Gespräch extrem belastet war. Das war für ihn doch eine sehr, sehr große Anstrengung und er hat dann doch gemerkt, dass eigentlich nichts versprochen worden ist, ne, sondern dass eigentlich nur er fast für sich selber in seine Worte wieder drauf reingefallen wäre, dass irgendjemand was verspricht oder dann doch nicht hält. Halt, ne. Er konnte es also nicht genauso spezifisch beziffern. Ich kann mir selber nur so erklären,
dass es an diesem Satzbau einfach lag, wie man versuchte, ihn positiv in eine Haltung zu bringen, sodass er freudig vielleicht dann doch ausstrahlt oder so. Ne? Aber letztendlich war ihm schon klar, dass man ihm eigentlich auch gedroht hat, dass es mit seinem Vater vielleicht nicht ganz so gut läuft, wenn er es nicht aussteigen würde. Und das hat ihn dann nachher noch belastet, weil er sich dann Gedanken darüber gemacht hat, was ist denn das Ergebnis jetzt davon, dass er nicht ausgestiegen ist. Ja. Aber letztendlich muss man sagen, dass ihn das auch nicht verunsichern konnte, in diesem Willen einfach alles dafür zu tun, mehr Vaterzeit zu bekommen. Ja. Also dein Sohn hat sich gegen das komplette System gestemmt. Er hat sich gegen diese Regelunterkunftsleitung, die Mitarbeiter, gegen das Jugendamt, gegen die Verfahrensbeistände. Er hat im Grunde, wie in einem Film, kam quasi ein Golem, ein Drache, ein Monster nach dem anderen. Und ja, er hat seinen Willen behalten, ja, und hat sich da nicht unterkriegen lassen. Und was ist dann passiert? Ist das System zusammengebrochen? Gab es nochmal eine Gerichtsverhandlung? Und nee, das System klappt einfach zusammen. Ja, die haben ja einfach, diese Mitarbeiter sind ja auch alle jetzt nicht Jungspunde gewesen, die haben schon ihre Erfahrung, die haben schon ihre Selbstsicherheiten. Ich kürze das jetzt, es gibt unfassbar viele zu erzählen. Ich versuche mich immer kurz zu halten, obwohl wir schon eine ganze Zeit halt sprechen. Ich gehe jetzt einfach mal auf die letzte Verhandlung, bei der Lars dann, ich glaube, auch gar nicht mehr persönlich gehört worden ist, weil das schon sehr überzeugend war, was er auch der Richterin gesagt hat. Einfach. Also auch wenn sie von einem induzierten Willen ausgegangen ist, ne, achso, es gab ja dieses Psychologen. Boah, jetzt müsste ich eigentlich wieder stehen hier auf den Tisch schauen. Also es ist unfassbar, was da für ein Wesen vorbeigekommen ist. Man konnte diesen Menschen, und ich will jetzt weder von Frau noch Mann sprechen, es geht nicht darum, dass jetzt irgendwas dazwischen gewesen ist, ich will jetzt einfach überhaupt gar keinen Vorteil bedienen. Aber da kommt ein Wesen vorbei, dem man schon ansieht, wie angestrengt, wie angespannt diese Person ist, allein schon körperlich halt. Ne? Und wie hoch unsicher diese Person ist, wo man sich dann fragt, wie will denn diese Person so ein wichtiges Gutachten schreiben, ne? Wenn die doch schon mit sich selber so stark zu kämpfen einfach. Und dann sind da Filmaufnahmen beigemacht worden und solche Dinge. Bei mir hier zu Hause halt, ne, wie dann die Umgebung ist und wie so ein Essen funktioniert. Und da ist auch klar geworden, wie stark integriert dieser Junge ist. Der weiß genau, wo alles steht und den brauchen auch nichts sagen und den brauchen auch nicht anweisen. Das läuft einfach halt. Ne. Und dass wir auch, obwohl da jemand da weiß, den wir nicht kennen und eigentlich auch gerade auch quasi meiner Zeit gleich, wie diese Person halt eingetroffen ist, also auch gar keine Akklimatationszeit eigentlich gab. Ne? Das trotzdem alles irgendwie ein super schönes, stabiles Niveau einfach hat. Ne? Voll integrierte Familie einfach. Ich habe eine Lebensgefährtin, schon seit vielen, vielen Jahren. Übrigens nur für die ganz Schlaumeier nach der Trennung. Ne? Nicht vorher. Dass eigentlich schon klar war, dass der sich einfach gut aufgehoben fühlt. Ne? So, und die hat dann, als ich merke, dass da jemand noch bei filmt und so, habe ich so das Gefühl gehabt, da ist sie auch jemand sehr, sehr unsicher, dass da Aufnahmen gemacht werden müssen, auf die man sich später noch berufen kann und solche Dinge. Und dann gab es auch dieses Fachgespräch halt mit mir und dann gab es auch das Gespräch mit meiner Lebensgefährtin halt. Ne? Und da muss man sich echt so, also da habe ich unfassbare Sachen hergelesen in diesem Gutachten, wo das tendenziell das Gutachten ganz, ganz leicht vaterpositiv war. Da muss man schon sagen. Also ich will mich jetzt nicht beschweren über das Ergebnis, aber die fachliche Expertise, die ist echt Oberschrott. Ja, ich will nicht ins Detail eingehen, muss das Gutachten auseinandernehmen, aber auf was für Punkte sich bezogen wird und warum jetzt dann der Vater an der Stelle Manko hat und warum er da jetzt Unterstützung braucht und was mit der Mutter ganz toll ist, aber das Kind will ja nicht. Und also da muss ich aber sagen, das, was wir besprochen haben,
Und so wie ich auch meine Ex-Frau kenne und so wie ich die Situation einschätze, konnte ich davon im Gutachten nichts wiederfinden. Was ich wiedergefunden habe, ist ein Stückwerk aus verschiedenen Haltungen, die vermutlicherweise mit Copy und Paste zusammengehauen worden sind und wo man gerade noch irgendwie, Gott sei Dank für dieses Kind, die Kurve kriegte, noch mit Kindeswillen reinzuschreiben, wo die Psychologin auch im Fachgespräch mit der Richterin quasi eigentlich jede Fachkompetenz verloren hat. Ja, also die Richterin hat ja auch wenn es ihr dran gelegen war, dass dieses Kind zur Mutter kommt, doch sehr, ist sie sehr sachlich mit der Psychologin halt ins Fachgespräch gegangen und da hat die Psychologin auch sich komplett zerlegt gehabt. Ja. Und eigentlich ist nur übrig geblieben, dass der Sohn unbedingt zum Vater will, ja, und dass selbst wenn man von einem indizierten Kindeswillen ausgeht, letztendlich der Schaden am Kind größer ist, wenn man dem nicht entspricht. Also quasi so für meinen Sohnemann Urteil zweiter Güte. Ja. Ja. Und das Jugendamt hat auch nochmal vor Gericht im letzten Gerichtsverfahren für mich ganz klar erkennbar und Beziehungen bezeichnet, möglicherweise doch noch eine Pflegefamilie installieren zu können. Und wenn es auch nur Nachtreten gewesen ist von den Leuten, von den Menschen, die sie so transiert haben, gefühlt von mir, ich habe die persönlich in die anderen Griffen auch nicht geleitet, sonst was, aber einfach nur versucht, soweit es geht, fachlich halt in den Griff zu nehmen. Ja, das ist also im Prinzip die Geschichte. Dieser kleine Mann hat das eigentlich, die Vorlage dafür überhaupt erst geschaffen, dass es so kommen konnte. Und das hat ihn oft unfassbar viel Kraft gekostet. Und er hat Jahre gebraucht zu erkennen, dass die Großen ihm nur was versprechen, aber nichts halten. Und das hat dazu geführt, dass er einen nach dem anderen widerstehen konnte mit allen lockenden Rufen, steigt auch aus, mach dies, mach jenes. Und hätte dieses Kind das nicht getan, dann wäre er heute nicht bei mir. Und wir könnten von hier aus nicht der Mutter das Sexmodell anbieten. Das ist natürlich jetzt etwas anders gekommen. Denn vor Gericht hat die Mutter gesagt, dass sie ihn nicht abholt, dass sie nicht auf ihn zugeht und dass das die Entscheidung dieses kleinen Jungen sein soll, wann er sie sehen will. Und wenn diese Entscheidung erst spät kommen würde, dann wäre es auch seine Entscheidung. Und das war echt wirklich, da habe ich echt gedacht, das kann doch nicht wahr sein, dass jetzt quasi das Kind als Feind gesehen wird. So habe ich das halt aufgefasst. Und das übrigens war der Moment, wo zeitgleich das Jugendamt mit beiden Fachpersonen, die Richterin, die Verfahrensbeistandfrau, plötzlich die Ambition hatten, mit der Mutter zu sprechen, das können sie doch nicht tun und dies und das. Und mit mir so nachsichtig und unterstützend gesprochen, nicht einmal in all den 12 Jahren, nicht einmal, gar nicht. Sondern ihr fällt ja da draußen, ne, da braucht ihr eine mentale Rüstung für. Und eigentlich müsst ihr euch selber kastrieren und einen Teil eurer Gefühle rausschneiden, ne, um durch solche Dinge durchzukommen. Den Status einer Mutter, den kann es in diesem gelebten System und dieser gelebten Haltung, den können wir in 20 Jahren nicht erreichen. Selbst wenn jetzt Bruchstücke davon schon erkennbar sind und auch an Urteil schon etwas anders gesprochen werden, der Weg ist noch verdammt. Das heißt, du hast erlebt, dass die Mutter deines Sohnes selbst noch in dem Moment, wo sie dann den eigenen Sohn als Verräter und Feind ansah, weil er sich in ihren Augen für den Vater entschieden hat, was er ja nicht hat. Er hat ja das Wechselmodell gewollt. Ja. Er wollte einfach wahrscheinlich zum Vater, weil der ihm die Sicherheit gab, dass er auch zur Mutter darf, während die Mutter ihn einschränkte darin, den Vater zu sehen. Und in dem Moment, wo die Mutter das Kind verstößt, kriegt sie noch die Aufmerksamkeit des Gerichts, des Jugendamts und so weiter. Und man pimpert sie quasi und
versucht sie noch irgendwie umzustimmen oder sonst was. Aber du als Vater, der sich jahrelang bemüht, konstant, der sich nichts hat zu Schulden kommen lassen, der wird bekämpft und da wird noch versucht, der Wille des Kindes zu brechen, weil das Kind zum Vater will. Das kann alles da in deinem Fall, darf das wohl nicht sein. Ja, also ich möchte noch was hinzufügen. Ich bin ein Mensch und Mensch ist nie schuldfrei. Aber ganz selbstsicher kann ich sagen, dass das Gute bei Weitem überwiegt in der Sache. Ganz bestimmt. Mir war noch ein Punkt wichtig, fällt mir jetzt gerade nicht auf, bin ich jetzt gerade drüber weg, vielleicht fällt er mir gleich nochmal ein. Wie war es denn jetzt mit dem Gericht? Was hat denn das Gericht jetzt letztendlich entschieden? Die Mutter hat dann so reagiert, quasi für mich gefühlt, ja, war das für die Mutter ein Befreiungsschlag für sich selber, sagen wir ruhig egoistisch, dass sie sagte, nee, ich will nicht mehr. Ja, also ich stimme zu, dass Aufenthaltsbestimmungsrecht und auch das alleinige Sorgerecht auf den Vater vergeht. Die hat mit der Sache da einfach einen Schlussstrich gezogen. Nach dem Motto, sie hat sich groß beschwert, dass ein Aufenthaltsbestimmungsrecht ja nichts wert ist. Ne? Nach dem Motto, wenn ja der böse Vater dann solche Sachen macht, ne? Dass das so nicht gehen kann. Und die hat er quasi losgelassen. Ne? Mein Sohnemann hat ein eigenes Handy, was auch altersgemäß eingeschränkt ist mit den modernen Mitteln dieser Zeit. Ja, völlige Freiheit, mit seiner Mama zu telefonieren, mit ihr zu schreiben. Da gibt es überhaupt keine Einschränkung. Wir haben ein Problem, da will ich auf den Grund nicht näher eingehen, weil das jetzt auch die Öffentlichkeit nicht so interessieren kann und sollte, auch als Schutz für den Sohnemann und für die Mutter. Es gibt die damals, also es gibt vor Ort bei ihr den begleiteten Umgang. Ja, den hat sie dann nie wahrgenommen, weil sie sich das nicht antun wollte. Aber das ist der Punkt, dass die persönliche Kontaktaufnahme vorerst nur im begleiteten Umgang stattfinden könnte. Ja, und ich würde mir wünschen, dass die Kindesmutter einfach auf den Jungen zugeht. Und dass sie die einfach auch diesen Umgang wahrnimmt. Dass wir da wirklich auch für dieses Kind gemeinsam als Eltern wirken können. Ja, aber wieso kann dein Sohn seine Mutter nur begleitet sehen jetzt? Da gab es einen Vorfall, der einfach so gedeutet worden ist, dass das jetzt einfach angebracht ist. Und somit war die letzte Entscheidung, dass es hätte noch einen begleiteten Umgang im Jugendamt stattfinden können mit der Kindesmutter halt. Ne? Und das hat sie dann schon nicht mehr wahrgenommen. Halt, ne? Seit wann hat dein Sohn jetzt gar keinen Kontakt zu seiner Mutter? Er ruft sie immer wieder an. Also sie meldet sich bei ihm, soviel ich weiß, nicht. Er wird auch von uns motiviert, halt dementsprechend halt Kontakt zu suchen. Aber er sieht für sich auch das Problem, dass er sich diesen Kontakt einfach wirklich auch wünscht. Er wünscht sich das einfach. Und eigentlich wünscht er sich, dass alles ganz einfach ist. Ja. Aber wenn er da so drüber nachdenkt, dann hat er auch die Sorge, dass wenn die sich sehen, Schuldfragen geklärt werden würden. Ja. Wieso, warum, weshalb? Ja. Und der letzte Kontakt ist einfach nicht gut gelaufen. Ja. Der hat darin gemündet, dass ich nochmal umdrehen musste, um ihn sofort wieder abzuholen. Ja, das war für ihn keine gute Erfahrung, ne, und für die Mutter sicherlich auch nicht. Ich werte das als einfach nur eine verzweifelte Geschichte von der Kindesmutter. Ja, sie hatten jetzt nicht verletzt oder so, alles ist Blödsinn. Aber das war einfach keine gute Aktion. Und das muss erst wieder in vernünftige Bahnen halt kommen. Ja. Siehst du irgendwie die Chance, dass die Mutter deines Sohnes, ich würde mal sagen, sich irgendwann mal psychisch gesund da eurem Kind gegenüber verhält, dass sie jetzt durch
sie wird es wahrscheinlich als Niederlage erleben, ja, als tiefe Kränkung, dass ihr Sohn, für den sie ja alles getan hat, der jetzt so undankbar ist, zum Vater gegangen ist, ja. Glaubst du, dass sie aus dieser tiefen Kränkung es schafft, rauszukommen und zu merken, was sie eigentlich ihrem Sohn angetan hat und dass sie merkt, dass sie da Fehler gemacht hat, dass es nicht normal war, dieses Verhalten, nicht gesund, weder für sie und schon überhaupt gar nicht für ihren Sohn? Ja, das ist schwer zu beantworten. Erstmal glaube ich, dass die Mama geistig gesund ist. So, Punkt. Ja, so. Nächste ist, das ist mir eigentlich wurscht, was sie erkennt. Ich habe keinen Anspruch darin, dass sie jetzt endlich eine Erleuchtung für irgendwas hat. Also meine Wahrheit sind meine Wahrheiten und die hat ihr Leben. Ja, und ich mache das daran fest, dass wir in Liebe dieses Kind gezeugt haben, uns unendlich auf dieses Kind gefreut haben einfach, ne, und dass unsere Beziehung das einfach nicht geschaffen hat und dass es auch das Gute einfach an der Sache ist, dass diese Trennung auch einfach gab, ne, und dass wir auch getrennt sind. Das empfinde ich schon auch eine Erleichterung einfach für Nachhinein, für die gemeinsame Wirkmöglichkeit als Eltern für dieses Kind. Mir geht es ausschließlich darum, dass von jedem seiner Vertrauten die besten Lebenswerkzeuge als Erfahrung, als Möglichkeit einfach sich abholt. Und da gehört die Mama, den Begriff benutze ich auch ganz bewusst, ne, absolut halt dazu. Und für den Jungen fehlt einfach ein Stück seiner Identifikation. Und wenn ich das mal ein bisschen archaisch ausdrücken darf, natürlich haben wir alle eine genetische Programmierung und natürlich haben wir auch ein gewisses Verhaltensmuster, was auch genetisch mitgegeben worden ist. Und diese Identifikation, die 50%, die von der Mama kommen, die kann er zurzeit einfach nicht leben. Ja, weil er kann ja die anderen 50% im Kontakt zu mir leben. Er hat zwar auch umfassenden Kontakt zu erwachsenen Frauen halt hier, weil es mal eine Lebensgefährtin halt gibt. Und die hat eine erwachsene Tochter, die selber auch eine Tochter halt hat, ne? Und da stehen genug vertrauteste Ansprechpartner halt zur Verfügung, aber es geht einfach um die Mama. Und die ist einfach mal nicht da. Ja, und ich hatte große Hoffnungen drin gesetzt, dass wir das einfach auch hinkriegen würden, dass das nicht passiert. Und da habe ich einen ganz klaren Wunsch auf den Kleinen, dass das sich doch bitte in die Zukunft ändern würde. Dass doch wirklich alle was dafür tun und die persönlichen Sachen zurückstellen und das, was gewesen ist, gewesen sein lassen. Ja, und die Kraft finden für das Kind, einfach gemeinsam da zu sein. Ja, und da kann ich weiter einfach nur das Wechselmodell anbieten, dass jetzt, wo klar der Lebensmittelpunkt in Steinfurt ist, der Junge so viel Zeit wie möglich halt auch mit der Mutter halt verbringt. Ja. Mhm. Ob das jetzt dazu führt, dass vielleicht nochmal Umzug von der Mutter in die Region wieder ansteht, ne, ist eine andere Sache, ne, weil irgendwie muss ja auch praktisch halt passieren. Solange zumindest der Junge halt schon pflichtig ist. Also, dass du sagst, dass deine Ex-Frau psychisch gesund ist, das ehrt dich. Nur ich bin da ganz anderer Meinung. Das, was du gerade gesagt hast, ja, dass du sagst, mein Kind hat genetisch 50-50 ja, aus dem Pool beider Eltern etwas mitbekommen. Und wir wissen ja heute auch über Epigenetik, dass psychologisches Verhalten, Sozialverhalten, die soziale Umgebung, ja, die gesellschaftliche Situation, sich alles dann wieder auf die Gene auswirkt, ja, auch darauf, wie Nervenbahnen sich entwickeln und so weiter. Also Gene sind nicht fest in Stein gemeißelte Informationen, sondern die können sich noch während den Lebzeiten verändern, das wissen wir heute. Und wenn du jetzt eben aus dieser, ich würde mal sagen, sehr aufgeklärten und toleranten und ich sag mal auch aus so einer Warte der bedingungslosen Liebe heraus sagst, mein Sohn soll da quasi beide Entwicklungspotenziale der Eltern mitnehmen und sich selbst erfahren können, auch sehen, ach, da bin ich wie der Papa, da bin ich wie die Mama und so weiter. Es gibt ja auch dieses Imago, ja, dass du
du kannst dich quasi immer in jeder Situation entscheiden, verhalte ich mich jetzt so wie die Mama oder wie der Papa, und dann kannst du von anderen Leuten dazu lernen, aber die Eltern sind quasi die zwei ersten Imagos, die zwei ersten externen Persönlichkeiten, die du internalisierst. Und das ist, ich sag mal, du hast eine gesunde Sicht auf die Entwicklung eines Kindes. Diese Sicht hat deine Ex-Frau definitiv nicht, weil sie hat immer versucht, das Kind die 50% zu nehmen. Das heißt quasi, dein Sohn sollte zur Hälfte blind sein. Das Gute war, er war ein Sehender sozusagen, ja, während er bei der Mutter ist. Die Mutter wollte ihm im übertragenen Sinn, ja, psychologisch gesehen, ein Auge ausstechen, damit er auf einem Auge blind ist, nämlich das Auge des Vaters. Aber das hat sie nicht geschafft. Er hat alles wahrgenommen. Manche würden sagen, er war eine alte Seele, wenn wir spirituell werden wollen. Ja, so weit will ich jetzt nicht gehen. Aber er hat schon sehr früh reflektiert, hat es sehr früh gemerkt, intuitiv. Wahrscheinlich kann er es heute noch nicht so in Worte ausdrücken und sagen, ja, da fand narzisstischer Missbrauch statt und schwarze Pädagogik. Das kann er natürlich nicht. Diese analytischen Dimensionen kann er nicht betreten als Elfjähriger, Zehnjähriger, wie auch immer. Aber er hat es intuitiv gemerkt. Und ich glaube, wir müssen ganz ehrlich sagen, dass Eltern, die wie deine Ex-Frau sich verhalten, ihren Kindern gegenüber, die ihnen einen Elternteil wegnehmen, dass die psychisch gestört sind. Das ist eine psychische Störung. So darfst du mit einem Kind nicht umgehen. Die Frage ist dann nämlich, warum gehst du so mit dem Kind um? Und es ist narzisstischer Missbrauch, psychische Folter am Kind. Die machst du, weil du selber ein Trauma erlebt hast in deiner Kindheit. Das ist dir nicht klar und das gibst du an das Kind weiter. Du benutzt das Kind zu deinen eigenen Zwecken, um diese Leere, die du hast, weil du als Kind so ähnlich behandelt wurdest, um die zu füllen. Und das ist eine psychische Störung. Dahin müssen wir kommen, dass wir erkennen, dass es so ist. Du musst jetzt nicht Ja sagen, ja, weil wenn jetzt deine Ex-Frau zuschaut, ja, dann wird die das vielleicht doof finden, ja, und dann hast du das Risiko, dass die noch mehr deinen Sohn verstößt und vielleicht noch weniger. Aber es ist sonnenklar, das ist eine psychische Störung. Und dass dann Familiengericht, Jugendamt, Gutachter und so weiter genauso blind sind, weil denen wahrscheinlich als Kind auch ein Auge ausgestochen wurde und meistens eben das Auge des sehenden Vaters oder des erkennenden Vaters, wie auch immer. Ich rede mich jetzt hier in sehr, sehr in Rage, was so psychologische Dynamiken angeht. Ja. Aber das im Grunde, was diese Leute, die teilen diese Traumata, und da gibt es einen tollen Psychologen in München, der hat gesagt, du erlebst dieses Trauma in deiner Kindheit und dann überträgt sich das auf ein Trauma der Liebe und es gibt auch dann auch traumatisierte Gesellschaft und so weiter. Für mich ist es klar, wir müssen dahin kommen, dass ein Elternteil, der wie deine Ex-Frau das Kind dem Vater wegnimmt, ist psychisch gestört. Und jede Behörde, jedes Gericht, das da mithilft, begeht psychische Kindesmisshandlung, psychische Folter und begünstigt narzisstischen Missbrauch. Ich gehe auf zwei Punkte eben ein. Also dieser Mensch, der dieses Gutachten geschrieben hat, und da gehe ich jetzt einfach auf meine Lebenserfahrung, hat selber Riesenprobleme einfach. Ja, also das muss man ganz klar sagen. Oder frage ich mich überhaupt, wie man mit dieser Ausstrahlung überhaupt dieses Berufsfeld ergreifen kann einfach. Ne? Das ist ja schon bald Selbsttherapie. Ne? Das Gutachten ist für den Sohnemann zweiter Qualität das, was er braucht. Ne? Grundsätzlich muss man sagen, die Summe ist doch weit über 8.000 Euro, die hälftig gezahlt werden müssen, Hälfte meiner Ex-Frau und Hälfte ich, ist in der Qualität das Geld einfach nicht wert. Ja, also die letzten Endes hat die Richterin mit ihrer aufklärenden Arbeit da noch mehr Richtung reingebracht einfach. Ne? Aber das Gutachten,
Das ist echt, also wenn das in Masse so auftritt und augenscheinlich, wenn ich Berichte lese, ist es so, ist das reine Geldschneiderei von irgendwelchen Institutionen, die sich irgendwie über Jahre dahin gearbeitet haben, für Gerichte halt tätig zu sein. Und ich glaube, dass wir ein Riesenproblem haben darin, wie Gerichte Gutachter auswählen und unter welchen Voraussetzungen da Jobs vergeben werden. Da halte ich den Missbrauch für den fast gefühlten Regelfall, weil es kein rollierendes Zufallssystem gibt, weil es keine separate Instanz gibt, die dort einen Richter die Entscheidung abnimmt, wer dieses Gutachten halt schreibt. Und solange Richter persönlich Einfluss darauf nehmen und persönlich entscheiden, wer schreibt denn ein Gutachten, ist ja in sich selber schon das System ja schon verkehrt, weil systemisch ja der Richter, der neutral sein muss, der keinen Einfluss nehmen darf, aber Einfluss nehmen kann damit. Und das halte ich für einen Ja, absoluten das ist ein guter Fehler. Punkt, wenn ich da kurz das Der schon einwerfen 60 darf. Jahre lang, 60 Jahre zu viel falsch gemacht wird. Ja, also wir haben ja bei Richtern haben wir ja das Gesetz mit dem gesetzlichen Richter und dass es Geschäftsverteilungspläne gibt und eine Rotation, wann welcher Richter welchen Fall übernimmt, damit von vornherein nichts manipuliert werden kann, dass du diesen Richter kriegst, damit man auch dieses Ergebnis bekommt, ja. Aber du hast recht, bei den Gutachtern ist es gar nicht so. Eigentlich müsste es genauso quasi den gesetzlichen Gutachter geben, der schon von vornherein festgelegt ist, wann der quasi nach dem Zufallsprinzip drankommt, damit da verhindert werden kann, dass ein Richter durch die Auswahl des Gutachters manipulativ auf das Ergebnis des Verfahrens dann Diese einwirken kann. Abhängigkeiten sind viel zu groß. Das ist eine Katastrophe. Da ist der Zweifel am System angebracht. Also der Missbrauch ist viel zu stark angelegt, ob jetzt bewusst oder unbewusst halt, ne, vom Richter. Und die Hörigkeit des Gutachters dem Richter gegenüber, weil er will ja den nächsten Job ja auch haben, da geht es ja um Geld und Kohle, das ist eine privatwirtschaftliche Angelegenheit. Und da geht es ja um viel Geld. Also für die nicht erreicht, also für den Aufwand, ne, diese Fachkraft, dieser Psychologe halt in diesem Fall hatte, meiner Meinung nach eingeschätzt, ne, da gehen vielleicht 3 Tage insgesamt ins Land. Mehr war es nicht. Ja, und dafür ist es ein verdammt stolzer Stundensatz. Und ich glaube auch, dass diese Fachkraft, die hier vor Ort war, das Ding nicht selbst geschrieben hat. Denn die Fachfrage von der Richterin konnte diese nicht mehr aufklären. Hätte die jetzt ihre Dokumentation von hier vor Ort und bei der Kindesmutter, die hat sie ja dabei gehabt, und das mit dem Gutachten vergleicht, da gibt es ganz große Unstimmigkeiten einfach. Ne? Und ich gehe davon aus, dass die wahrscheinlich einer Institution angehört, die von Gerichten immer wieder gefragt wird und die strategisch entscheidet, welche Gutachten mit welcher Tendenz bei welchem Gericht abzugeben sind. Punkt. Stimme ich dir zu. Das ist aus meiner Erfahrung ganz sicher so. Jetzt habe ich den anderen Punkt schon wieder weg. Nun ja, also ich finde es eine es war für mich übrigens das riecht mal von uns persönlich mal einfach. Ich bin fast 4-mal um diesen Planeten gefahren, im Kindesumgang, damit mein Sohn und seine Papa-Zeit einfach hat. Und dass man das auch noch Kindesumgang nennt, obwohl das Kind den Umgang mit dem Vater haben will, man es nicht einfach Mama-Zeit und Papa-Zeit nennt, dass man es auch mal beim Punkt nennt. Und das hat ausgerechnet auch noch versucht, andere Mühlen halt auszudrücken. Das finde ich nicht richtig. Da kann man sehr wohl unterscheiden. Da kann man auch geschlechterspezifisch schon unterscheiden, einfach auf Biologiebasis halt. Ich habe so viele Hürden nehmen müssen, das richte ich einfach mal an die Väter da draußen, dass man faktisch von einer echten Lebensgefahr sprechen kann, in Mitteleuropa Kinder zu zeugen und den daraus resultierenden Druck. Ja, das ist echt der Hammer. Das ist eine so einseitige Lastaufbürdung,
von auch erhöhten Erwerbstätigkeiten, die ganz klar von Richtern eingefordert werden. Da geht es nicht darum, dass ihr das alles aushaltet und dann auch noch brav 8 Stunden arbeitet und auch zusieht, dass ihr den Arbeitsplatz behaltet. Und wenn ihr den Arbeitsplatz wechselt, da muss politisch noch mehr Kohle rauskommen, sondern es geht auch darum, dass mir man persönlich gesagt hat, ich muss auch mehr leisten, Überstunden machen und solche Dinge halt, um dieser erhöhten Erwerbstätigkeit gerecht zu werden. Und faktisch ist es ja auch so, weil in diesem Fall und fast in allen anderen Fällen, die ich auch kenne, auch von Kollegen und solche Dinge, sind wir es, die es bezahlen. Und die ersten 3 Jahre haben wir verdammt Glück gehabt. Die ersten 3 Jahre müsst ihr sowieso bezahlen, solange das Kind quasi bis zum 3. Lebensjahr alt ist. Und wenn ihr in das Problem reinkommt, dass ihr auf einen interessanten Unterhalt verklagt werdet, habt ihr ein großes Restrisiko für den Rest eures Lebens, dann nicht mehr rauszukommen. Mhm. Das ist eine echte Lebensgefahr. Ich habe noch eine letzte Frage an dich. Ich habe dich hier im Gespräch als kultivierten Gesprächspartner erlebt, ja. Im Gegensatz zu mir hast du mich kein einziges Mal unterbrochen. Das stimmt nicht. Ich habe schon 10 Mal gezählt. Ich habe dich unterbrochen auch. Aber ich habe dich viel öfter unterbrochen, ja, als du mich. Und du bist sehr reflektiert und auch interaktiv, ja. Also auch reflektiv im Gespräch, ja, indem du dann mal kurz so deinem Gesprächspartner deine Emotionen kurz schilderst, damit man einordnen kann, wo du gerade stehst. Ja. Das sind alles, ja, ich sag mal so, du hast eine hohe emotionale Intelligenz hier gezeigt. Und ich glaube, da stimmen mir auch die Zuschauer zu. Und wir haben auch mitbekommen, dass du selbstständig bist, in einer Führungsposition warst. Sag mal ganz ehrlich, wie ging es dir denn da mit den Leuten vom Jugendamt oder auch am Gericht? Ich bin ja auch selbstständig, ja, und ich glaube, ich habe auch eine gewisse emotionale Intelligenz. Und wenn ich an diese Leute denke, denke ich, da geht es nur um Macht und das ist alles so simpel und unreflektiert und keinen interessieren wirklich die Fakten hier. Da geht es nur um eine Strategie, um ein Ziel. Die Leute wollen nicht zuhören, die wollen nicht groß Arbeit haben und wenn es so in der freien Wirtschaft zugehen würde, wäre die am Boden. Du kannst, kein Kunde würde von dir irgendwas kaufen wollen, wenn du dich hinstellst und sagst, ist so. Und dann sagt der Kunde, ja, aber ich wollte was anderes. Und sagst, nein, wir machen das so. Erklären Sie das mal Ihren Mitarbeitern, ja, weil sonst kommen die alle in Obhut. Ja, das ist natürlich eine Enklave, die sich an wirtschaftlichen Faktoren, wie wir es in der Wirtschaft, in der freien Marktwirtschaft kennen, nicht orientiert. Das ist ein Bedienungssystem. Das ist ein Bedienungssystem von Geldern, die abzuschöpfen sind. So, und es geht nur darum, wie erkläre ich das, damit ich diese Gelder abschöpfe. Das ist überhaupt nicht vergleichbar. Natürlich geht es da auch um Kohle, gar keine Frage halt. Aber da agieren natürlich Menschen, die einmal A, diesen Berufszweig wählen, weil sie sich dahin gezogen fühlen, aus welchen Gründen halt auch immer. Also jemand, der frei wirtschaften will und sagt, hey, ich kann das bewegen in der Welt, der macht auch eine andere Entscheidung, als wenn mir jemand sagt, mein Herzenswunsch ist es, am Jugendamt zu arbeiten. Ja, das will ich gar nicht schlecht reden. Das sind einfach nur andere Intentionen, die da eine Rolle spielen. Und natürlich ist es ein Sammelbecken von bestimmten, ich sag mal, artverwandten Interessen, wie es gerne Charakteren sagen, die den einen Job machen, den anderen Job machen. Das ist doch was ganz anderes, ob ich Altenpfleger sein möchte oder ich möchte Intensivschwester auf einer Intensivstation sein. Das sind doch auch andere Dinge, auch wenn es Healthcare, wenn es Gesundheitssachen sind. Ja, so, und aber du kannst doch... Daher kann man von diesen Menschen, die jetzt im Jugendamt arbeiten, nicht erwarten, dass sie auch nur also uns da draußen, ne, die wir hier frei rumlaufen, Anführungsstrichen, jetzt nicht verbeamtet sind oder nicht im Staatsbedienst sind, verstehen. So, das fällt ihnen einfach schwer. Und dann auch noch diese Kommunikationsgeschwindigkeit. Unfassbar. Ruf die dreimal am Tag an. Ja, aber wenn du mal als Selbstständiger, kannst du nur überleben, wenn du gute Arbeit machst. Ja, sonst würde keiner von dir eine Dienstleistung oder ein Produkt oder sonst was kaufen. Und Selbstständige, da zähle ich auch Firmengründer dazu und so weiter, Geschäftsführer, ja, Firmeninhaber.
Und dann bekommst du ein Gespür dafür, ob jemand in einem anderen Bereich gute Arbeit macht. Und das siehst du an, wie ich jetzt gesagt habe, an so ganz allgemeinen Kriterien, ja, wie interagiert diese Person mit mir? Lehnt die sich auch mal zurück und sagt, Moment, lass mich mal überlegen, das ist ein guter Punkt, ja. Oder geht er einfach nur voran, so auf die Art, nee, my way or the highway. Und daran kannst du erkennen, wie gut jemand arbeitet. Und das habe ich beim Gericht und beim Jugendamt nie erlebt, dieses Level an Qualität. Ja, also da habe ich eine andere Haltung. Also beim Jugendamt, also meine Erfahrung, die muss ich ja Gott sei Dank jetzt, ne? Also ich habe ja Gott sei Dank jetzt nur einmal das Problem mit dem Jugendamt. Da muss ich auch mal völlig recht geben. Also ein Qualitätsniveau, wie mache ich ein erfolgreiches Projekt und wie stelle ich mich auch selber immer wieder in Frage, um sicherzustellen, auch wenn ich jetzt gerade keinen Partner habe, mit dem ich mich halt unterhalten kann, dass ich ergebnisorientiert das Richtige tue. Das ist da nicht so. Die haben ein Qualitätsmanagement, aber das verdient den Namen einfach nicht. Die haben Vorgaben, die führen zur Lösung nicht. Das ist ein ganz eigenes System. Da fällt mir jetzt gerade die Parallele, wie ich das beschreiben kann. Das Jugendamt hat natürlich auch damit zu kämpfen, dass es so eine alte Institution ist. Und es hat natürlich damit zu kämpfen, dass es keine neutrale Aufsicht gibt. Das Jugendamt ist das Jugendamt. Und das Jugendamt hat umfassende, unfassbar weitgehende Rechte. Ja, das wollte ich gerade sagen, die gehen zu weit. Das ist aber nicht richtig, weil in bestimmten Krisensituationen, wo wirklich nicht nur psychisch, sondern auch körperliche Unversehrtheit eines Kindes in Gefahr ist, ist ein unmittelbares Durchgreifen einfach vonnöten. Und diese Fälle gibt es halt. Und das führt aber auch dazu, dass dieses Jugendamt in Fällen, die nicht ganz so schwer sind, möglicherweise überzieht, weil es da keine Bremse dafür geben kann. Und bei Gerichten, und da bin ich leider jetzt mittlerweile sehr gerichtserfahren, sage ich immer so, und ich möchte es nicht abwertend meinen, aber ich sage es einfach mal so, so ein Amtsgericht hat so eine Stammtischqualität. Ja, das steht eigentlich vorher schon fest, welches Ergebnis das Ganze hat und eigentlich ist die politische Meinung auch klar. Und wenn du da als Neuling in die Kneipe kommst und du kommst dann dummerweise mit einem Weißbier an den Pilztisch, na, dann hast du ein Problem. Ja, so. Das war ein bisschen... Das ist schon mal spannender und die wollen auch tatsächlich einen Job machen, ne? Aber so richtig geil und so richtig bei Vollproof ist man so beim Oberlandesgericht. Ne? Aber das Problem ist, man will da eigentlich gar nicht hin, weil es zu teuer ist. Ne? Aber da kriegt man was fürs Geld. Zumindest auch geboten. Mhm. Okay, Christoph, ganz herzlichen Dank. Das war ein tolles, wenn auch streckenweise erschütterndes Gespräch. Ich glaube, du kannst extrem stolz sein auf deinen Sohn, wie der sich da gegen das System gestemmt hat. Ich hoffe, seine Mutter erkennt auch, was für einen tollen Sohn sie hat, der die Integrität hat, die man wahrscheinlich der Mutter als Kind genommen hat, die sich da anpassen musste an ihre Eltern. Du hast recht, das sind alle Menschen, ja. Wir alle machen Fehler, wir alle haben Traumata, Denkmuster in uns, die wir noch nicht verstehen, mit denen wir anderen wehtun und so weiter. Aber dieser Sohn ist vielleicht für die Mutter, ja, wenn sie es erkennt, eine Quelle der Gesundung. Und ich hoffe es für deinen Sohn, dass die Mutter das erkennt, was für einen tollen Sohn sie hat und dass er ihr im Grunde den Weg gewiesen hat. Ja, also ja, du hast gerade auch etwas gesagt darüber, dass wir alle Fehler machen. Und da ist mir das Jugendamt nochmal eingefallen. Also was dem Jugendamt in ganzer Konsequenz und Linie fehlt, ist Demut. Und das permanent und ständig. Genau, das lassen wir jetzt mal so als Schlusswort stehen. Ja, danke dir herzlich für deine Zeit. Hat mir viel Freude gemacht. Und ich wünsche eine gute Zeit und viel Erfolg. Christoph, danke dir. Danke fürs Dasein. Bis dahin. Ja, ciao. Tschüss.